bei den Keckeschwalbers. Und zum ersten Mal ist er eingeladen, der junge Leutnant Hofmüller, Leutnant bei den Ulanen. Es kostet mich nur ein Wort. Der Apotheker, die wichtigste Persönlichkeit aus dem Zivilstand der kleinen Garnison, hatte nicht geflunkert. Ein Wort und Sie sind eingeladen. Verbindlichsten Dank. Das müssen Sie einmal erleben da draußen. Sie kennen ja das Schloss. Man sieht's vom Exerzierplatz aus. Gelb mit einem flachen Turm und einem großen alten Park. Gehört es nicht nur das Schloss. Kirkeschwalwa ist der reichste Mann in der ganzen Umgebung und weiß zu leben. Und ein Wort von mir. Es wird mir ein Vergnügen sein. Verbindlichsten Dank. Und nun steht er in seiner besten Uniform, schmal und hoch aufgeschossen, auf der Schwelle des Speisezimmers. Der Herr Leutnant Hofmüller. Der alte Diener, weiße Handschuhe, Frack, steifes Hemd und steifes Gesicht, meldet. Man sitzt schon bei Tisch. 20, 40 Augen schauen auf. Lauter fremde Augen. Mustern den Spätling. Gerade heute muss mich der Rittmeister noch zum Rapport kommandieren, wenn wenigstens die Ordonnanz mich pünktlich entschuldigt. Nein, nein, lieber Herr Leutnant, das ist an mir, mich zu entschuldigen. Der Hausherr ist ihm entgegengekommen. Ein Gelehrter eher als ein Landedelmann. Ich weiß ja, was im Dienst alles ist. Es war eine besondere Freundlichkeit, mir Ihre Ordonnanz zu schicken. Aber selbstverständlich. Wir haben nur mit dem Diner schon begonnen, weil ich Ihres Eintreffens nicht sicher sein konnte. Er sprach auch eher wie ein Gelehrter. Hinter der goldenen Brille schwimmen ein bisschen müde Augen. Aber nun nehmen Sie Platz. Ich darf Sie später mit den Herrschaften bekannt. Sehr liebenswürdig. Noch etwas schüchtern folgt der Leutnant dem Hausherrn. Nur meiner Tochter darf ich Sie vielleicht gleich vorstellen. Ein halbwüchsiges Mädchen, zart blass, blickt aus einem Gespräch auf. Liebe Edith, der Herr Leutnant Hofmüller. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, gnädiges Fräulein. Guten Abend. Zwei graue Augen streifen ihn flüchtig. Leutnant verbeugt sich vor ihr, dann korporativ rechts und links gegen die anderen, die offenbar froh sind, Gabel und Messer nicht weglegen zu müssen, um durch umständliche Vorstellungszeremonien gestört zu werden. Gestatten, gnädigste? Man hat ihn gut platziert. Neben ihm das einzige Gesicht, das ihm bekannt. Gnädiges Fräulein, erinnern Sie sich. Aber Herr Leutnant, wenn es doch nur eine Konditorei im Ort gibt, nehmen Sie von der Hummer-Mayonnaise. Die ist wunderbar. Natürlich. So hatte es ja überhaupt angefangen, ein paar Tage vorher. Bei Grossmeyers hatte man gesessen, dem Café am Corso. Charles Gold, Herr Leutnant. Die obligatorischen drei Partien Schach mit dem Apotheker waren gespielt. Mir noch ein Kapuziner. Da wirbelte die Tür ein Mädel herein. Braune Haare, braune Augen, wehender Glockenrock. Meine submisseste Verehrung, gnädigste Baroness. Donnerwetter. Was, die kennen's nicht? Das ist doch die Nichte vom Herrn von Keckeschwalwa. Keckeschwalwa? Da war der Name gefallen, hinter dem sich jetzt dieses Zauberschloss geöffnet hatte. Darf ich Herrn Leutnant noch vom Burgunder nachschenken? Die Frau Ricard hat es noch gar nicht probiert. Gnädigstes Fräulein, verwöhnen. Und jetzt saß er neben ihr und ließ sich verwöhnen. Ich habe mir überhaupt nie träumen lassen, dass man so gut essen kann. Blassblaue Fische von Lattich gekrönt, mit Hummerscheiben umrahmt, schwimmen in goldenen Soßen. Kapaune reiten auf breiten Sätteln von geschichtetem Reis. Warten Sie erst, was es zum Dessert gibt. Puddinge flammen in blau brennendem Rum. Eisbomben quellen farbig und süß auseinander. Früchte. Die sind ja wohl um die halbe Welt gereist. Um endlich zu uns zu kommen. Und dieses Mädchen neben ihm. Braun, übermütig. Es knistert, wenn sie lacht. Sie hat kleine, durchleuchtende Ohren im dunklen Haar. Sie hat nackte Arme. Und es ist nicht immer Zufall, dass seine Hand diese Arme streift. Ein glücklicher Abend, Fräulein Ilona. Eine Maraschino, Herr Leutnant. Champagner. Mit Champagner kann man... Darf ich mir erlauben? Ein klingender Abend, Leutnant Hofmüller. Ihre Augen haben schon Ja gesagt, ehe er sich vor ihr verbeugt. Darf ich um diesen Walzer bitten, Fräulein Ilona? Er reicht ihr den Arm, fühlt wieder die kühle, weiche Haut, führt sie hinüber in den Salon. Alle Tische sind weggeräumt, die Sessel rings an die Wand gestellt. Indes die älteren und behutsameren Zuschauer und plaudern, wirbeln schon zwei Paare, drei Paare, fünf Paare über das spiegelglatte Parkett. Sie tanzen wunderbar, Baroness. Er tanzt wunderbar. Alles ist wunderbar. Er ist so glücklich wie seit Jahren nicht. Er wirbelt dahin, fliegt von einer zur anderen zu den drei, vier Schönen, die ihm am besten gefallen, kehrt wieder zurück zu Ilona, der Nichte des Hauses, lacht und tanzt, wiegt sich und fliegt, dreht sich im Kreise und wirbelt.
Stand die Zeit still oder verflog sie nur rascher? 10:30 schlägt eine Pendüle. Und der Leutnant hört die kleinen silbernen Schläge zwischen zwei Tänzen. Und mit Schrecken fällt es ihm ein. Ich habe die Tochter des Hauses vergessen. Nur sie von all den jungen Damen um ihn herum hatte er völlig vergessen. Wie sah sie eigentlich aus? Unter den Tanzenden ist sie nicht. Würde er sie überhaupt wiedererkennen? Etwas Zartes, Fragiles, mit einem raschen, grauen Neugierblick. Im Salon ist sie nicht. Als Tochter des Hauses kann sie doch nicht weg. Da ist sie, im dritten Zimmer. Wo von einem chinesischen Paravent verdeckt die Musik eben wieder einsetzt, sitzt sie. Bestimmt, sie ist es. Zart, dünn, in einem blassblauen Kleid zwischen zwei alten Damen, in der Boudoir-Ecke hinter einem malachitgrünen Tisch, auf dem eine flache Schale mit Blumen steht. Sie hält den schmalen Kopf ein wenig gesenkt, als horche sie ganz in die Musik hinein. Und gerade an dem heißen Inkarnat der Rosen wird der Leutnant gewahr, wie durchsichtig blass ihre Stirn schimmert. Unter dem schweren, braunrötlichen Haar. Keine Zeit zu müßiger Betrachtung, wenn er sein Versäumnis noch rechtzeitig nachholen will. Darf ich bitten, gnädiges Fräulein? Hat sie nicht verstanden? Darf ich bitten, gnädiges Fräulein? Sie sitzt unbeweglich, halb offenen Mundes. Wie ihre Lippen stehen geblieben sind, mitten im Wort. 1, 2, 3 Sekunden. Dann wirft sich plötzlich der zart schmale Oberkörper zurück, als wolle er einem Schlag ausweichen. Ein Guss Blut stürzt in die bleichen Wangen. Die eben noch offenen Lippen pressen sich scharf ineinander. Und nur die Augen starren unbeweglich, weit aufgerissen, den Leutnant an. Gnädiges Fräulein. Da geht ein Ruck durch den aufgekrampften Körper. Sie stemmt sich, stützt sich mit beiden Händen am Tisch empor, dass die Schale mit den Blumen darauf klappert und klirrt. Gleichzeitig fällt etwas hart von ihrem Fauteuil auf den Boden, Holz oder Metall. Und dann bricht ein Schluchzen, wild wie ein Schrei aus dem glutroten Gesicht über dem verkrampften, kindleichten Körper. Ich bin doch nur ein Krüppel. Aber ich kann doch nicht mehr. Wie die anderen. Bitte beruhigen Sie sich. Sie dürfen sich nicht so aufregen. Hier ein bisschen Wasser. Oh. Gleich sind die beiden alten Damen um sie herum, fassen, streicheln und schmeicheln. Lösen ihre Hände, die noch immer die Tischkante umkrampfen. Sie fällt in den Fauteuil zurück. Nur das Weinen hält an. Wenn die Musik hinter dem Paravent nur einen Augenblick innehält, muss man das Schluchzen bis in den Tanzsaal hinüberhören. Verzeihung, stammelt der Leutnant. Verzeihung. Aber keine der Frauen, die sich um die Schluchzende bemühen, hat einen Blick für ihn. Verzeihung. Der Leutnant taumelt aus dem Zimmer, im Saal drehen sich die Paare zum drehenden Walzer, der Saal dreht sich. Er muss sich einen Augenblick an den Türpfosten festhalten. Ich bin ja betrunken, mein Gott, was habe ich denn? Ich bin ja betrunken. Und flüchtet taumelnd weiter, plötzlich ein Gesicht vor ihm, Ilona. Sind Sie wahnsinnig geworden? Sie weiß es also schon. Haben Sie denn nicht gesehen, nicht gewusst? Nein, was, ich weiß doch nichts. Ich bin doch zum ersten Mal aber hier. Aber Edith ist doch lahm, sie kann sich doch keine 2 Schritte ohne Krücken schleppen. Und Sie Sie fordern die Arme zum Tanz auf. Ich muss gleich... Ilona, nein, ich hab doch nicht... Ilona, Sie müssen mich bei ihr entschuldigen. Sie müssen... Ich konnte doch nicht ahnen. Ich hab sie doch nur bei Tisch gesehen. Eine Sekunde lang. Ich hab sie doch nur bei Tisch gesehen. Bitte erklären Sie doch. Ilona! Aber Ilona ist weg. Eine leuchtende Flucht durch die drehenden Paare. Der Leutnant steht mit gewirkter Kehle. An der Schwelle des Salons, der wirbelt und schwirrt und schwatzt. In 5 Minuten wissen es alle. Plaudernde, lachende Menschen. 5 Minuten noch. Tappen, Tasten, höhnische, missbildende, ironische Blicke von allen Seiten. Und morgen läuft von 100 Lippen zerschmatzt der Schwatz über meine Tölpelei durch die ganze Stadt. Von morgens abgelagert mit der Milch an den Haustüren. Breit geschwenkt in den Gesindestuben. Weitergetragen in die Ämter und Kanzleien. Morgen weiß man's in meinem Regiment. Flucht! Flucht, noch während die Paare sie aufhören zu drehen. Kommt nicht doch der Hausherr mit seinem bedrückten Gesicht? Weiß er schon? Flucht! Er stolpert zur Tür, klirrt durch die Halle. Wollen uns Herr Leutnant schon verlassen? Steht, den Mantel nur umgeworfen über der Schulter, vor dem fremden Haus. Den Wind kalt im Gesicht, das Herz heiß von Scham und den Atem gekrampft wie ein Erstickender. Wie ich damals nach Hause gelangte, weiß ich heute nicht mehr. Ich erinnere mich nur, der erste Griff riss den Schrank auf, wo die Flasche Slipowitz für meine Besucher stand. Und ich kippte 2, 3 halbe Wassergläser herunter, um die Übelkeit in der Kehle loszuwerden. Dann warf ich mich aufs Bett, angezogen wie ich war, und versuchte nachzudenken. Natürlich war es nur ein Missverständnis, eine Ungeschicklichkeit, in die ich da hineingestolpert war. Auch dem Erfahrensten hätte das passieren können, diese Gaff, ein gelähmtes Mädchen, zum Tanz aufzufordern. Aber ich empfand mich nicht nur als Tölpel, in der Plötzlichkeit, mit der klingende Abend. Ach, Ilona, in entsetzten Umschlag empfand ich mich als Rohling, als Verbrecher. Immer wieder sehe ich das zornige Kindergesicht vor mir. Ich sehe die zuckenden Lippen, die krampfig an den Tisch gekrallten Hände. Ich höre das Poltern jener fallenden Hölzer, von denen ich jetzt erst begreife, dass es ihre Krücken gewesen sein müssen. Und eine blöde Angst überkroch mich jedes Mal. Es könne auf einmal meine Tür aufgehen und schwarzer Rock, weißer Vorstoß, goldene Brille stapft mit seinem dürren, gepflegten Ziegenbärtchen der Vater heran bis an mein Bett.
Aber glücklicherweise, es ist schon Tag. Schritte poltern im Gang, Karren rütteln unten auf dem Pflaster. Und bei hellen Fensterscheiben denkt man klarer als eingesackt in jene böse Dunkelheit, die gerne Gespenster schafft. Vielleicht hat es gar niemand weiter bemerkt. Nur die Kranke, die Arme, die wird es nie... Ein Gedanke blitzt auf, ein hilfreicher. Hastig wechselt er die Uniform, streicht sich das zerraufte Haar glatt... Herr Leutnant. ...und ist schon an dem verdutzten Burschen vorbei. Herr Leutnant, Kaffee wäre fertig. 5:30 Uhr morgens sind die Geschäfte noch zu. Aber zum Glück handelt Frau Gurtner außer mit Blumen auch mit Gemüse. Und die Bauern kommen mit dem Morgengrauen vorgefahren. Na, schau uns die schönen Rosen, Herr Leutnant, und ganz frische Ware. Wir lieben daran zu riechen. Ja, ja, wunderschön. Wie viel wünschen Sie davon, Herr Leutnant? Ja, alle, alle. Tun Sie es mir nur einfach zusammenbinden. Oder noch besser, wenn Sie einen Korb zurechtmachen. Ja, wohin darf denn sein mit den Blumen? Herr Leutnant, da haben wir ja noch keine Adresse gegeben. Pardon in der Eile, bitte. Es ist also für Fräulein Edith von Keckisch-Falber. Ja, natürlich, natürlich. Die Herrschaften von Keckisch-Falber, unsere beste Kundschaft. Möchten Herr Leutnant vielleicht nicht ein Wertal oder einen kleinen Gruß? Er tritt also nochmals in den Laden, nimmt seine Visitenkarte und schreibt mit der Bitte um Entschuldigung. Nein, unmöglich. Wozu noch an die Dummheit erinnern? Aber was sonst schreiben? Nur diese Karte legen Sie bei, Frau Gurtner. Nur diese Karte. Er ist zurück in der Kaserne, schüttet seinen Kaffee hinunter. Happen müssen aufwärmen, Herr Leutnant. Und hält schlecht und recht seinen Instruktionsdienst. Beim Militär fällt's nicht sonderlich auf, wenn ein Leutnant morgens verkatert in den Dienst kommt. Aber mittags, er will gerade zur Offiziersmesse hinüber. Herr Leutnant! Herr Leutnant! Holt der Bursche ihn atemlos ein. Eben abgegeben worden für Herrn Leutnant. Ein Brief? Ein längliches Rechteck, englisches Papier, blau, zart parfümiert, rückwärts ein Wappen fein eingestanzt, eine steile, dünne Schrift, Frauenschrift. Herzlichen Dank, verehrter Herr Leutnant, für die unverdient schönen Blumen, an denen ich mich furchtbar freute und noch freue. Bitte kommen Sie doch an jedem beliebigen Nachmittag zum Tee zu uns. Ansage ist nicht nötig. Ich bin leider immer zu Hause. Edith von K. Eine zarte Handschrift. Unwillkürlich erinnerte sich an die schmalen Kinderfinger, wie sie sich an den Tisch pressten. Verehrter Herr Leutnant, für die unverdient schönen Blumen. Und das blasse Gesicht, wie es plötzlich purpurn erglühte. Kommen Sie doch an jedem beliebigen Nachmittag. Wie diskret sie hingleitet über seine grässliche Ungeschicklichkeit. Für die unverdient schönen Blumen. Wie taktvoll sie zugleich ihr Gebrechen selbst andeutet. Ich bin leider immer zu Hause. Vornehmer kann man nicht verzeihen. Freigesprochen. Selbstverständlich muss ich bald hinaus, um ihr zu danken. Heute ist Donnerstag? Also Sonntag mache ich draußen Besuch. Sonntag? Oder nein, lieber doch schon Samstag. Am Freitag steht er im Salon von Schloss Keckisch-Falber. Wie lieb, Herr Leutnant, dass Sie gekommen sind. In derselben Boudoir-Ecke, auf derselben Chaiselon, hinter demselben malachitfarbenen Tisch sitzt die Gelähmte. Eine weiße Pelzdecke voll und schwer über den Schoß gebreitet, sodass ihre Beine unsichtbar bleiben. Ach, Herr Leutnant. Mit zweifellos vorbereiteter Freundlichkeit lächelt ihm Edith von ihrer Krankenecke grüßend entgegen. Gnädiges Fräulein, ich hoffe... Ich störe nicht. Aber diese erste Begegnung bleibt doch ein fatales Wiedersehen. Nehmen Sie doch Platz. An der genierten Art, wie sie ein wenig angestrengt die Hand über den Tisch entgegenstreckt, merkt auch er sofort. Auch sie denkt daran. Was dürfen wir Ihnen anbieten, Herr Leutnant? Tee oder Kaffee? Oh, ganz wie es Ihnen beliebt. Nein, was Sie lieber haben, Herr Leutnant. Nur keine Zeremonien. Ist doch ganz einerlei. Also Kaffee, wenn ich bitten darf. Ja. Ilona hat das Zimmer verlassen, um Josef dem Diener Auftrag zu erteilen. Jetzt müsste man Konversation machen. Er ist zu verlegen. Auch sein Blick hat etwas Verlegenes. Aber wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Leutnant? Er wagt sie nicht anzusehen. Da rücken Sie doch den Fauteuil her. Und warum legen Sie Ihren Säbel nicht ab? Wir wollen doch Frieden halten, nicht wahr? Dort auf den Tisch oder auf das Fensterbrett, wie Sie wollen. Sie ist gefasster als er. Energischer, mit einer oft nervös heftigen Art. Ich muss Ihnen noch danken für die wunderbaren Blumen. Wirklich wunderbare Blumen sind das. Sehen Sie nur, wie schön sie sich in der Vase machen. Und dann... Ich muss mich auch entschuldigen für meine dumme Unbeherrschtheit. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen, so habe ich mich geschämt. Sie haben es doch so lieb gemeint, wie konnten Sie denn eine Ahnung haben? Und außerdem haben Sie meinen innersten Gedanken erraten. Ich hatte mich doch mit Absicht so gesetzt, dass ich den Tanzenden zusehen konnte. Und gerade als Sie kamen, hatte ich mir nicht so sehr gewünscht, als mitzutanzen. Ich bin ja ganz vernarrt in den Tanz. Stundenlang kann ich zusehen, wenn man tanzt. So zu sehen, dass ich selbst jede Berührung bis in mich hinein spüre. Wirklich jede Bewegung. So närrisch kann man sein, das vermuten Sie vielleicht gar nicht. Schließlich, früher als Kind habe ich schon ganz gut getanzt.
Und immer, wenn ich jetzt träume, ist es vom Tanz. Ja, ich tanze im Traum. Und vielleicht ist es gut für Papa, dass mir das passiert ist, sonst wäre ich ihm weggelaufen und Tänzerin geworden. Der Kaffee, gnädiges Fräulein. Hinter ihm schiebt Ilona ein reich gedecktes Tischchen auf Gummirädern herein. Sie serviert, setzt sich dazu und sofort fühlt sich der Leutnant wieder sicherer. Den willkommenen Anlass zur Konversation gibt die mächtige Angora-Katze, die unhörbar mit dem Wagen hereingeschlichen ist und sich nun mit unbefangener Vertraulichkeit an seinen Beinen reibt. Ja, du bist ja eine Schöne. Die Schöne ist ein Er. Dann beginnt ein Hin- und Her-Fragen. Wie lange sind Sie schon hier? Und kennen Sie den Leutnant Waldbrunner? Allmählich entsteht ein landläufiges, unbeschwertes Gespräch. Na, sehr gut. In dem sich die Spannung unmerklich löst. Ist er noch immer so hübsch? Aber Edith. Das dauert eine Stunde, vielleicht anderthalb. Dann schattet auf einmal vom Salon her eine Gestalt. Vorsichtig tritt jemand ein, als hätte er Furcht zu stören. Bitte, bitte behalten Sie nur Platz, Herr Leutnant. Der Geschwalwa. Er beugt sich zu einem flüchtigen Kuss über die Stirn des Kindes. Wieder trägt er den schwarzen Rock mit dem weißen Vorstoß und der altmodischen Binde. Wie ein Arzt sieht er aus, mit seinen behutsam beobachtenden Augen unter der goldenen Brille. Und wirklich wie der Arzt an den Rand eines Krankenbettes setzt er sich vorsichtig hin zu der Gelähmten. Ja. Möchtest du auch Tee? Merkwürdig. Mit dem Augenblick da gekommen, scheint das Zimmer melancholischer zu schatten. Nein, danke. Die ängstliche Art, mit der er manchmal prüfend und zärtlich auf sein Kind blickt, hemmt und dunkelt den Rhythmus des bisher unbefangenen Geplauders. 10 Minuten noch. 10 Minuten noch, denkt Hofmiller. Dann kann ich mich unauffällig empfehlen. Verzeihung. Ja, es ist recht, Josef. Ist er da? Er soll warten. Oder nein, er soll mich heute überhaupt in Ruhe lassen. Er soll weggehen, ich brauche ihn nicht. Nein, bleiben Sie, Leutnant, das hat gar nichts zu sagen. Aber Edi... Verzeihen Sie, Leutnant. Josef hätte wirklich warten können, statt da hereinzupoltern. Es ist ja nichts weiter als die tägliche Quälerei. Der Masseur, der mit mir Streckübungen macht. Der reinste Unsinn. 1, 2, 1, 2, auf, ab, ab, auf. Davon soll auf einmal alles wieder gut werden. Die neueste Erfindung unseres Herrn Doktors. Und eine völlig überflüssige Sekatur. Sinnlos wie alle anderen. Aber Kind, glaubst du wirklich, dass Doktor kommt? Nun gut, ich gehe schon. Obwohl es gar keinen Sinn hat. Gar keinen Sinn. Verzeihen Sie, Herr Leutnant. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder. Nein, bleiben Sie noch mit Papa, während ich abmarschiere. Sie fasst die kleine bronzene Glocke, die auf dem Tisch steht. Im ganzen Haus in ihrer Greifnähe stehen solche Glocken. Gnädiges Fräulein. Josef erscheint wieder. Er hatte sich bei ihrem Ausbruch diskret zurückgezogen. Hilf mir. Nur aufstützen. Ich gehe dann schon allein. Was jetzt kommt, ist furchtbar. Der Diener beugt sich mit einem offenbar eingelernten Griff über sie und hebt den leichten Körper unter den Achseln mit beiden Händen hoch. Wie sie nun aufrecht steht, misst sie alle mit einem herausfordernd schmalen Blick. Dann greift sie nach den beiden Stöcken, die unter der Decke verborgen lagen, beißt die Lippen fest zusammen, stemmt sich auf die Krücken, schwankt, stapft, stößt sich vorwärts, schief und hexenhaft. Endlos scheint dieser Gang von wenigen Schritten bis zur Tür. Atemlos steht der Leutnant, horcht auf das trockene Klopfen und Stoßen der Krücken, spürt sein Herz unter der Uniform schlagen, steht noch immer unbeweglich, als das schreckliche Geräusch endlich hinter der verschlossenen Tür erloschen ist. Bitte nehmen Sie es dem Kind nicht übel, Herr Leutnant. Es dauert lange, bis der alte Mann die ersten Worte in die beklemmende Stille spricht. Nicht übel, wenn sie ein wenig brüsk war. Sie wissen ja nicht, wie man sie gequält hat in all diesen Jahren. Immer etwas anderes und es geht so langsam vorwärts. Ich verstehe ja, dass sie ungeduldig wird. Aber was sollen wir sonst tun? Man muss doch alles versuchen. Man muss doch. Der alte Mann ist vor dem verlassenen Teetisch stehen geblieben. Er sieht den Leutnant nicht an, während er spricht. Ach, wenn Sie wüssten, wie das Kind früher war. Unbewusst nimmt er einen Löffel, hält ihn, ohne es zu wissen, in der Hand. Den ganzen Tag ging das Trepp auf, Trepp ab. Mit 11 Jahren ritt sie auf ihrem Pony die ganzen Wiesen in einer Karriere entlang. Keiner holte sie ein. So tollkühn war sie, so übermütig, so leicht, so... Und gerade ihr musste das zustoßen. Der Löffel in seiner Hand zieht seltsame Runen auf dem Tisch. Der alte Mann sieht den Leutnant noch immer nicht an. Und dabei, vielleicht ist es noch heute, sie froh zu machen. Ich wollte, sie hätten sehen können, wie entzückt sie war, als ihre Blumen kamen und die Angst von ihr fiel. Sie hätte sie beleidigt. Er starrte noch immer auf die imaginären Figuren, die seine Hand mit dem Löffel zeichnete.
Plötzlich war es, als ob er aufwache. Mit einer ganz anderen Stimme. Verzeihen Sie, Herr Leutnant. Begann er sich ungeschickt zu entschuldigen. Wie komme ich dazu, dass ich Sie mit unseren Sorgen beschwere? Es war nur, weil es kam nur so über mich. Nicht, dass Sie von ihr schlecht denken, dass Sie... Woher nahm der Leutnant den Mut, den verlegenen Mann zu unterbrechen und auf ihn zuzugehen? Plötzlich nahm er mit beiden Händen die Hand des alten Herrn. Er sagte nichts, er drückte nur die Hand. Kekeschwalver starrte ihn erstaunt an. Die Brillengläser blitzten schräg empor. Beide hatten plötzlich Angst vor dem nächsten Wort. Der Leutnant verbeugte sich hastig und ging hinaus. Gestatten, Herr Leutnant, dass ich höflich... Im Vorraum half ihm der Diener in den Mantel. Auf einmal spürte er Zugluft im Rücken. Ohne sich umzuwenden, wusste er, dass der alte Mann ihm nachgegangen war und nun im Türrahmen stand, aus dem Bedürfnis, ihm zu danken. Doch er wollte sich nicht beschämen lassen. Er tat, als ob er nicht merkte, dass Kekeschwalver hinter ihm stand. Gute Nacht, Josef. Angenehme Nachtruhe, Herr Leutnant. Und rasch mit schlagenden Pulsen verließ er das tragische Haus. Zweiter Zug! Dritte Eskadron! T-Rapp! Der ganze Zug fällt wie eine scharf abgebremste Maschine in die schwerfälligere Gangart. Etwas verdutzt schielen meine Ulanen zu mir herüber, denn sonst preschen wir in einem einzigen scharfen Galopp über die Wiesen bis zum abgesteckten Exerzierfeld durch. Doch heute war mir, als hätte jählings eine fremde Hand meine Zügel angerissen. Ich sehe drüben am Rand des Horizonts das weiße Karree der Mauer, die Bäume des Schlossgartens und das Turmdach von Kekeschwalver. Wie ein Schuss ist es in mich hineingefahren. Vielleicht sieht dir von dort jemand zu. Jemand, den du mit deiner Tanzlust gekränkt hast und den du mit deiner Reitlust neuerdings kränkst. Jemand mit lahmen, gefesselten Beinen, der dir es neiden müsste, dich so vogelhaft leicht hinschweben zu sehen. Sehen Sie zu, wie ich abmarschiere. Wie ich abmarschiere. Plötzlich sehe ich das blasse, verzerrte Gesicht, wie sie auf ihren Krücken sich durch den Saal schleppt. Wie ich abmarschiere. Ich höre das Tocken und Tacken der Krücken, das Klirren und Quietschen der verborgenen Maschinen an den kranken Gelenken. Und ich habe plötzlich nicht mehr den Mut, frei und gesund die Lust meines Körpers zu genießen. Zweiter Zug, dritte Eskadron. Cherit! Langsam, schläfrig trotten wir hin bis zur Lisière, die zum Exerzierfeld führt. Erst wie wir völlig außer Blickweite des Schlosses sind, rüttle ich mich auf. Unsinn, dumme Sentimentalität. Zweiter Zug, dritte Eskadron, Galopp! Mit diesem einen plötzlichen Zügelriss begann es. Er war gleichsam das erste Symptom jener sonderbaren Vergiftung durch Mitgefühl. 3 Tage später lag ein Brief von Kekeschwalver auf seinem Tisch. Ob der Leutnant nicht sonntags bei mir dinieren möchte? Es kämen diesmal nur Herren. Worunter der Herr Oberstleutnant von Fries aus dem Kriegsministerium. Von dem ich ihm bereits gesprochen habe. Und selbstverständlich. Würden sich auch meine Tochter und Ilona besonders freuen. Der schwarze Kaffee wird im Boudoir serviert. Cognac marschiert auf in großen, bauchigen, eisgekühlten Gläsern. Dazu wieder ein Kaleidoskop von Schnäpsen und selbstverständlich die famosen dicken Zigarren mit den pompösen Bauchbinden. Ich will Sie nicht kränken, lieber Kekeschwalber, aber erlauben Sie, dass ich bei meiner Virginia bleibe. Mitten im Gespräch beugt sich Kekeschwalber herüber. Lieber Leutnant, wollen Sie bei unserer kleinen Kartenpartie mitspielen oder plaudern Sie lieber mit den Damen? Natürlich das Letztere. Es ist ihm doch nicht ganz behaglich mit einem Oberstleutnant aus dem Kriegsministerium. Mit Ihrer Garnison zufrieden, Leutnant? So jovial er sich auch gibt. Kenne ich einen Oberst von der Kriegsschule her. Einen Räuber zu riskieren. Gewinnt man, kann man ihn vielleicht verärgern. Verliert man, ist das Monatsbudget geschmissen. Nach dem Blumenkorb von Frau Gurten hat er sowieso nur noch 20 Kronen in der Brieftasche. Josef hat den Spieltisch aufgeschlagen, meine Herren. Der Leutnant setzt sich zu den beiden Mädchen. Sie scheinen ihm beide heute besonders hübsch. Edith sieht nicht so kränklich aus wie das letzte Mal. Mag sein, dass sie den Gästen zu Ehren etwas rot aufgelegt hat. Es fehlt die nervös flatterige Falte um ihren Mund und das nervöse Zucken der Brauen. Noch einen Cognac, Herr Leutnant? Nein, Edith. Nein, bitte mir nicht mehr. Ich kriege ja noch einen Schwimmer. Ilonas Augen knallen nur so. Und wenn sie lachend ihre schönen Schultern zurückwirft, muss der Leutnant wirklich abrücken, um der Versuchung zu widerstehen, ihre bloßen Arme durch halben Zufall zu streifen. Und wieso widersteht er eigentlich?
weil sie ihm erzählt hat, sie sei seit 2 Jahren mit einem Notariatskandidaten verlobt? Oder Ediths wegen? Nein, wie lustig, sie zu erzählen, Fitzleutnant. Mit einem Cognac hinter der Kehle, der einen wunderbar durchwärmt, mit einer schönen, schweren Zigarre, deren Rauch einem die Nase kitzelt, mit 2 hübschen, angeregten Mädchen neben sich und nach einem derart sukkulenten Diner fällt es auch dem Dümmsten nicht schwer, aufgeräumt zu plaudern. Will doch der Oberst vorige Woche... Natürlich sind es nur dumme kleine Geschichten, die er auftischt. Ein Eilbrief noch vor Postschluss zum Wiener Schnellzug schicken. Gerade so das Letzte, was sich in der kleinen Garnison ereignet. Ediths Lachen klingt besonders übermütig mit seinem hohen, silbrigen Ton. Ein Hauch von Gesundheit und sogar Hübschheit erhellt ihr Gesicht und ihre grauen Augen funkeln von einer kindlichen Freude. Gut ist es, sie anzusehen, solange sie ihren gefesselten Körper vergisst. Das Lachen und Plaudern hält an, beschwingt zu immer neuem Einfall. Das dauert bis beinahe Mitternacht. Aber schließlich muss Abschied genommen werden. Selbstverständlich komme ich wieder. Versprechen Sie es uns? Übermorgen oder morgen schon? Nur zu gern, gnädiges Fräulein. Und dann geht er mit den anderen Gästen hinaus in die Halle. Plötzlich spürt der Leutnant, wie ihm jemand beim Umschwingen der Pelerine helfen will. Es ist Herr von Kekeschwalwa. Aber nein, erlauben Sie, nein. Herr Leutnant, ach, Sie wissen gar nicht. Sie können sich nicht denken, wie mich das glücklich gemacht hat, das Kind einmal wieder richtig lachen zu hören. Sie hat ja sonst gar keine Freude. Und heute war sie beinahe wie früher, wenn... Na, gehen wir, Leutnant. Selbstverständlich wagt Kekeschwalwa nicht, vor dem Oberstleutnant weiterzusprechen. Aber ganz, ganz leise und schüchtern streift plötzlich seine Hand über den Ärmel des Leutnants. Eine unermessliche Zärtlichkeit, unermessliche Dankbarkeit liegt gerade im Versteckten und Verdeckten dieser scheuen Berührung. Und während der Leutnant militärisch respektvoll neben Herrn von Friese zum Auto hinabgeht... Ganz besonders reizender Abend, lieber Kekeschwalwa. ...muss er sich gut zusammenhalten, damit niemand seine Benommenheit merkte. So kam es und nur so, dass ich in den nächsten Wochen die Spätnachmittage und meist auch die Abende bei den Kekeschwalwas verbrachte. Eine Gewöhnung und eine nicht ungefährliche Verwöhnung dazu. Welche Verlockung auch für einen 25-jährigen jungen Menschen, seit den Knabenjahren von einer Militäranstalt in die andere herumgestoßen. Von morgens bis nachts, von nachts bis früh, im Schlafraum der Militärakademie, in den Zeiten der Manöver, in den Leutestuben bei Tisch, in der Reitschule und im Lehrzimmer, bei den Paraden und auf dem Exerzierplatz, immer nur unter Männern. Welche Verlockung für mich, unverhofft ein Zuhause zu finden. Eine Heimat des Herzens statt kalter Kasernenräume und rauchiger Kameradschaftsstuben. Alles deutete mir liebevoll und sichtbar an, wie selbstverständlich man mich zur Familie rechnete. Von Zigaretten lag immer meine Lieblingssorte bereit. Da schauen Sie, ist das Buch, von dem Sie neulich erzählt haben. Aber... Doch, doch, Sie können es gern mitnehmen. Und nun setzen Sie sich endlich auf Ihren Platz. Mein Platz. Ein bestimmter Fauteuil gegenüber Ediths Chaiselong. Ich sehe Sie nachher noch, Leutnant. Rasch versickerte der anfänglich flirrende Reiz Ilonas. Und was ich an Zuneigung zu empfinden imstande war, wandte sich auf immer innigere Weise der Kranken, der Zurückgesetzten zu. Sie im Gespräch zu erheitern, ihren schmalen, unruhigen Mund durch ein Lächeln beschwichtigt zu sehen, dafür noch einen dankbaren, grauen Blick zu empfangen, beglückte mich bei Edith mehr, als es die leidenschaftlichsten Abenteuer mit ihrer Freundin vermocht hätten. Ich sehe Sie nachher noch. Aber Sie kommen doch morgen wieder. Nicht wahr? Sie sind mir nicht böse wegen all der Dummheiten, die ich heute gesagt habe. Sie wissen doch, wie gern ich es habe, wenn Sie kommen. Unbekannte, zartere Zonen des Gefühls. Wissen Sie es wirklich? Aber freilich gefährlichere auch, denn nie vermag die Beziehung zwischen einem Gesunden und einer Kranken, einem Freien und einer Gefangenen auf die Dauer völlig in reiner Schwebe zu bleiben. Unglück macht verletzbar und unablässiges Leiden ungerecht. Warten Sie, ich rücke Ihnen die Tasse näher heran. Glauben Sie, dass ich mir nicht selbst nehmen kann, was ich will? Müsst ihr mir immer zeigen, dass ich ein elender Krüppel bin? Aber liebes Fräulein Edith... Und das war der Zauber, dessen er sich selbst zu eigenem Erstaunen immer deutlicher bewusst wurde. Er sagte nur, aber liebes Fräulein, Edith, und schon verflog die Unmutsfalte zwischen ihren Brauen, der Blick ihrer grauen Augen senkte sich, sie errötete und man sah, am liebsten wäre sie, wenn ihre Füße sie nicht gefesselt hätten, vor sich selber geflüchtet. Sie können jetzt nicht heimgehen, es regnet. Ich habe schon den Chauffeur wecken lassen. Er wird den Leutnant trocken nach Hause bringen. Nein, das will ich aber wirklich nicht. Ah, das ist doch selbstverständlich. Wunderbar behaglich fährt sich's in dem Coupé. Ach,
Halten Sie doch bitte schon auf dem Rathausplatz. Es macht sich nicht gut, wenn ein kleiner Leutnant wie ein Erzherzog vor der Kaserne vorfährt und sich von einem livrierten Chauffeur aus dem Wagen helfen lässt. Und vielleicht hocken die Kameraden noch am Stammtisch. Hätte mich längst schon wieder einmal zeigen müssen. Gestern, vorgestern, die ganze Woche hatte er am Stammtisch gefehlt. Wenn man schon untreu wird, soll man wenigstens die Formen wahren. Die vordere Hälfte des Lokals ist aus Sparsamkeitsgründen bereits abgedunkelt. Ausgespannt liegen die Zeitungen herum. Aber im Spielzimmer rückwärts brennen noch die Gaslampen unter den grünen Schirmen. Die Herren vom Regiment sind rückwärts, Herr Leutnant. Wahrhaftig, da sitzen sie noch. Yoshi, der Oberleutnant, Ferenc, der Leutnant und der Regimentsarzt Goldbaum. Offenbar haben sie ihre Partie längst ausgespielt und hocken nur noch aus der bekannten Kaffeehausfraulein herum, die sie vor dem Aufstehen fürchtet. Hallo, der Toni. Welch ein Glanz in unserer Niederhütte. Sechs schläfrige Augen blitzeln und lachen ihm entgegen. Schale Gold, wie immer, Herr Leutnant. Servus, servus. Heute einen schwarzen Frieder. Na, was gibt's denn Neues? Also, das Allerneueste wäre, dass euer Wohlgeboren die Gnade haben, wieder einmal bei uns zu erscheinen. Mahadö, der Gott der Erde, stieg herab zum letzten Mal. Da schau her, Yoshi. Lackstiefletten tragt der Toni bei dem Sauwetter und seine nobelste Montur. Ja, der versteht's, der Toni. So ja fabelhaft draußen zugehen bei dem alten Pfeffersack. Ja? 5 Gänge jeden Abend, hat der Apotheker erzählt. Kaviar und Kapaune. Was zu? Anders als unser Saufhaus im Roten Löwen. Ja, den Toni, den haben wir alle unterschätzt. Ja. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Ja, nur mit der Kameradschaft hapert's halt bei ihm. Da haben wir's. Ja, mein lieber Toni. Statt dass du draußen deinem Worten einmal gesagt hättest, ich hab da ein paar fesche Kameraden, die auch nicht mit dem Messer fressen. Die führe ich euch einmal vor. Stattdem denkst du dir nur, sollen die nur ihr saures Pilsner saufen und sich die Gurgel mit ihrem öden Rindsgulasch auspaprizieren. Schwarze, Herr Leitmann. Na, hast du mir wenigstens eine dicke Abmann mitgebracht? Na, drunter tust du's wohl nicht. Ich glaube, eine Zigarette wird dir auch genügen. Und hält ihm schon die offene Tabatiere hin. Doch im selben Augenblick zuckt ihm die Hand. Denn vorgestern war sein 25. Geburtstag gewesen. Irgendwie hatten die beiden Mädels das herausspekuliert und beim Abendessen, als er die Serviette vom Teller hob, war etwas Schweres darin eingefaltet. Eine Zigarettendose als Geburtstagsgeschenk. Hallo, ein neues Ausrüstungsstück. Du, mir scheint Goldbaum, die ist sogar echt. Echt? Echtes Gold. Damit könnte man im ganzen Regiment die 10 plombieren. Preislage 700 bis 800 Kronen. Ich verstehe mich auf sowas. Und hallo, eine Inschrift. Hört, hört. Unserem lieben Kameraden Anton Hofmiller zum Geburtstag. Ilona Ede. Na, gib schon wieder her. Du suchst ja aber deine Kameraden neuestens gut aus. Alle Hochachtung. Von mir hättest du höchstens eine dombackene Zündholzdosen bekommen. Plötzlich hat der Leutnant Furcht vor dem Gewitzel, was jetzt nicht aufhören wird. Na, habt ihr noch Lust auf einen Tarock? Du hast schon sowas gehört, Ferenc. Jetzt um 12:30, wo die Bude zusperrt, möchte er noch ein Tarock anfangen. Ja, ja, dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Sie haben es wahrhaftig nicht bös gemeint, die braven Jungen. Aber etwas haben sie unwiederbringlich zerstört. Meine Sicherheit. Denn ich hatte mich doch bisher im Hause der Kekeschfalvers als der Gebende, der Helfende gefühlt. Die Kameraden hielten es für ausgemacht, dass er sich einnist in dieses üppige gastliche Haus, um sich mit gutem Essen und Trinken traktieren zu lassen und sich Geschenke zu holen. Und führe ich mich nicht wirklich wie ein Schmarotzer auf? Durfte er sich als Offizier, als erwachsener Mensch Abend für Abend frei halten und hofieren lassen? Die goldene Tabatiere zum Beispiel hätte ich keinesfalls annehmen dürfen. Und ebenso wenig den seidenen Schal, den sie ihm jüngst umhängten. Man lässt sich als Kavallerieoffizier keine Zigarren für den Nachhauseweg in die Tasche schieben. Und das Reitpferd? Um Gottes Willen, das muss ich morgen gleich Kekeschfalver ausreden. Jetzt fällt es mir erst auf, dass er vorgestern etwas gemurmelt hat. Ihr brauner Wallach. Den ich natürlich auf Raten abzahle. Hält nicht gut Form. Damit hat er schließlich recht. Aber dass er mir jetzt aus seinem Gestüt einen 3-jährigen leihen will. Einen famosen Renner, mit dem können Sie Ehre ein. Das passt mir nicht. Ja, leihen. Ich verstehe schon, was das bei ihm heißt. So wie er Ilona eine Mitgift versprochen hat, nur damit sie bei dem armen Kind als Pflegerin durchhält. Will er mich kaufen? Mich bar bezahlen für mein Mitleid? Für meine Späße, meine Gesellschafterei? Und ich habe nicht einmal gemerkt, dass ich mich zum Schmarotzer herabwürdige? Das ist doch Unsinn. Erinnert er sich nicht, wie der alte Mann seinen Ärmel gestreichelt, wie jedes Mal sein Gesicht hell wird, kaum dass er durch die Tür tritt? Ich bin ein Schmarotzer. Unsinn. Und die Herzlichkeit der beiden Mädchen? Ein Schmarotzer. Unsinn, dieser alte Mann liebt ihn mehr als sein eigener Vater. Und morgen gehe ich erst einmal nicht hin. Warum sind Sie gestern nicht gekommen? Nun? Sie werden doch eine besondere Ursache gehabt haben, uns einfach sitzen und warten zu lassen. Sonst hätten Sie wenigstens abtelefoniert. Ja, ich wollte natürlich. Aber wir haben plötzlich eine Remonte-Inspektion bekommen. Noch um 5 habe ich gehofft, aber da hat der Oberst noch ein neues Pferd vorgeführt und so? Ich... Und
wie endet diese rührende Geschichte mit der Remonte-Inspektion? Hat es der Herr Oberst schließlich gekauft, das funkelnagelneue Pferd? Ich weiß nicht, ob er schließlich es... Schluss jetzt mit dieser dummen Lügerei. Kein Wort ist wahr, kein Wort. Sie sind nicht in der Reitschule gewesen. Sie haben keine Remonteninspektion gehabt. Schon um 16:30 sind Sie im Kaffeehaus gesessen. Und dort reitet man meines Wissens keine Pferde zu. Wie können Sie wagen, mir solchen Unsinn aufzutischen? Unser Chauffeur hat Sie zufällig um 6 beim Kartenspiel gesehen. Wozu brauche ich mich vor Ihnen genieren? Soll ich, weil Sie die Unwahrheit sagen, vor Ihnen Verstecken spielen? Ich fürchte mich ja nicht, die Wahrheit zu sagen. Und damit Sie es wissen, nicht aus Zufall, sondern weil ich ihn hingeschickt habe, hat sie unser Chauffeur gesehen. Ich dachte, Sie seien vielleicht krank oder es sei Ihnen etwas zugestoßen, weil Sie nicht einmal abtelefoniert haben. Und nun bilden Sie sich meinetwegen ein, dass ich nervös bin. Ich vertrag's eben nicht, dass man mich warten lässt. Und so habe ich den Chauffeur hineingeschickt. So. Damit Sie sehen, ich schäme mich nicht, Ihnen das alles einzugestehen. Und Sie kramen solcher einfältigen Ausreden aus. Spüren Sie nicht selbst, wie schäbig das ist, unter Freunden so miserabel zu lügen? Liebes Fräulein Edith, es war nur... Ich will Ihnen ja alles... Keine neuen Erfindungen jetzt. Mit Lügen bin ich überfüttert bis zum Erbrechen. Von früh bis abends löffelt man sie mir ein. Wie gut du heute aussiehst, wie vermoost du heute marschierst. Es geht schon viel, viel besser. Immer dieselben Lügen von früh bis abends. Und keiner merkt, dass ich daran ersticke. Meint ihr denn, ich habe keine Augen im Kopf? Glaubt ihr, ich merk's nicht, wie er hastig Konversation forciert, wenn ich die Krücken anfasse? Oh, ich weiß haargenau, dass ihr jedes Mal aufatmet, wenn ihr die Tür wieder hinter euch habt und mich liegen lasst wie einen Kadaver. Und dann seufzt ihr, das arme Kind. Und gleichzeitig seid ihr höchst zufrieden mit euch, dass ihr dem armen Kind wieder 2 Stunden geopfert habt. Aber ich will keine Opfer. Ich will nicht, dass ihr euch verpflichtet glaubt, mir die tägliche Portion Mitleid zu servieren. Ich verzichte auf Mitleid. Wenn Sie kommen wollen, dann kommen Sie, und wenn Sie nicht kommen wollen, dann nicht. Aber ehrlich dann und keine Geschichten von Remonten und Pferdeausproberei. Ich kann die Lügerei und euer ekelhaftes Geschone nicht mehr ertragen. So. Das musste einmal gesagt sein. Und jetzt erledigt. Reden wir nicht mehr davon. Geben Sie mir eine Zigarette. Der Leutnant hat sonst feste, sichere Hände. Aber jetzt tastet er unsicher nach der Zigarette in der Dose. Und wie er das Streichholz anzündet, zittern die Finger dermaßen, dass die Flamme im Leeren zuckt und verlischt. Er reißt ein zweites Streichholz an. Und auch das flackert unsicher genug, wie er ihr Feuer reicht. Aber was haben Sie denn? Sie zittern ja. Was erregt Sie denn so? Was geht Sie das denn alles an? Die kleine Flamme des Streichhölzchens ist erloschen. Der Leutnant hat sich stumm gesetzt. Wie können Sie sich denn so aufregen über mein dummes Geschwätz? Papa hat recht, Sie sind wirklich ein sehr merkwürdiger Mensch. Die Tür öffnet sich leise und Herr von Keckeschwalwer tritt ein. Hat er die letzten Sätze gehört oder ist es nur die immer gleiche schuldbewusste Scheuerart, die ihm die Schultern niederdrückt, sobald er sich der Kranken nähert? Wenn es Ihnen recht ist, Herr Leutnant, möchte ich gerne etwas mit Ihnen besprechen. Das heißt, Sie um etwas bitten. Erlaubst du, mein Kind, dass ich dir deinen Gast für jetzt entführe? Ich habe keinen Anspruch auf den Herrn Leutnant. Vielleicht... Ich sage Ihnen noch gute Nacht, gnädiges Fräulein. Vielleicht gehen wir hinüber in mein Büro drüben im Verwaltungsgebäude. Ich meine nur, falls es Ihnen nicht lästig ist. Aber es ist mir doch nur eine Ehre, Herr von Keckeschwalwer. Ein billiger Schreibtisch, morsch und verbraucht, alte verfleckte Strohsessel an der Wand, ein paar Tabellen über der zerschlissenen Tapete. Das ist sein Büro. Dieser alte Mann häuft allen Luxus, alle Bequemlichkeit einzig auf sein Kind. Setzen Sie sich, Herr Leutnant. Bitte setzen Sie sich. Für sich selber spart er wie ein knickriger Bauer. Herr Leutnant, ich möchte Sie um einen großen Gefallen bitten. Ich weiß natürlich, ich habe kein Recht, Sie zu bemühen. Sie kennen uns ja kaum. Übrigens selbstverständlich, Sie können auch ablehnen. Er hat die Brille abgenommen. Ohne Ihren blitzenden Schutz wirkt sein Gesicht gleichsam nackt und ärmer. Ja, morgen kommt Dr. Kondor aus Wien. Das ist der einzige Arzt, zu dem ich Vertrauen habe. Der einzige, der geduldig aushält. Alle anderen haben die Achseln gezuckt und ihr Honorar eingestrichen. Er wird nachmittags Edith untersuchen. Er bleibt dann jedes Mal zum Abendessen und fährt nachts mit dem Schnellzug zurück. Und nun hatte ich mir gedacht, wenn Sie ihn fragten, so ganz zufällig, als Fremder, als Unbeteiligter, den er gar nicht kennt, ob das Kind noch je gesund wird.
Ganz gesund. Hören Sie, ganz gesund. Und wie lange er glaubt, dass es dauert. Ich habe das Gefühl, sie wird er nicht anlügen. Sie braucht er doch nicht zu schonen. Ihnen kann er doch ruhig die Wahrheit sagen. Aber natürlich dürfen Sie ihn nicht merken lassen, dass Sie mit mir gesprochen haben. Ganz zufällig müssen Sie darauf zu sprechen kommen. So wie man sich beim Arzt erkundigt. Wollen Sie? Würden Sie das für mich tun? Ja, Herr von Keckeschwalber, das verspreche ich Ihnen. Ich habe es gleich gewusst. Schon damals, als Sie wiederkamen und so gut waren mit dem Kind. Naja, Sie wissen ja, da habe ich gleich gewusst, das ist ein Mensch, der mich versteht. Und ich schwöre es Ihnen, niemand wird vorher und nachher davon erfahren. Nicht Edith, nicht Condor, nicht Ilona. Nur ich werde wissen, was für einen ungeheuren Dienst Sie mir erwiesen haben. Aber wieso denn? Ich bitte Sie, das ist doch wirklich nur eine Kleinigkeit. Nein, nein, das ist ein ungeheurer Dienst. Und wenn ich meinerseits einmal etwas für Sie tun könnte... Ich vermag schwer zu schildern, wie viel dieser unvermutete Auftrag mir persönlich bedeutete, dass dieser fremde Mensch gerade mich in seiner Not unter all seinen Freunden und Bekannten auswählte. Dieses Vertrauen beglückte mich mehr als jedes bisher erhaltene dienstliche oder kameradschaftliche Lob. Allerdings meiner Beglückung war auch eine gewisse Bestürzung verschwistert, denn wie stumpf und lässig war bisher meine Anteilnahme gewesen. Wie hatte ich Wochen und Wochen in diesem Hause verkehren können, ohne die natürlichste Frage zu stellen, wird die Arme dauernd gelähmt sein? Nicht ein einziges Mal hatte ich mich bei ihrem Vater, bei Ilona, bei unserem Regimentsarzt erkundigt. Jetzt traf mich die Unruhe, die den Vater seit Jahren quälte, wie ein Pfeil. Wie, wenn jener Arzt dieses Kind wirklich von seinen Leiden erlösen könnte? Wenn diese armen, gefesselten Beine wieder frei ausschreiten könnten? Wenn dies von Gott betrogene Geschöpf einmal wieder hinschweben könnte, im Lauf, Trepp auf, Trepp ab, dem eigenen Nachen nachschwingend, beglückt und beseligt. Wie würden wir zu zweit, zu dritt, zu Pferde über die Felder sprengen? Sie würde mich statt in ihrem Boudoir schon am Tor empfangen. Eines Abends würde ich nicht umsonst mich vor ihr verbeugen. Gnädiges Fräulein, darf ich um diesen Walzer bitten? Sie würde mir zunicken mit ihrem neugierigen, grauen Blick. Mit dem größten Vergnügen, Herr Leutnant. Und wir flögen dahin über dem spiegelnden Parkett. Dr. Condor war eine Enttäuschung. Der Leutnant sah einen untersetzten, etwas dicklichen Herrn, kurzsichtig und glatzköpfig, den zerdrückten grauen Anzug mit Asche bestäubt, die Krawatte schlecht gebunden. Hinter einem billigen Stahlkneifer ein lässiger, eher schläfriger Blick. Es ergab sich mühelos, dass der Arzt und der Leutnant den Heimweg in die Stadt gemeinsam antraten. Also bitte nicht Ihr Auto, lieber Freund. Ich bummle lieber zu Fuß hinein. Ich brauche frische Luft. Selbstverständlich will ich Ihnen damit den Herrn Leutnant nicht wegnehmen. Nein, nein, ich schließe mich gerne an. Mein Dienst beginnt morgen sehr früh. Nun, wenn es Ihnen recht ist, marschieren wir zusammen hinein. Unser Hausherr sollte sowieso mehr schlafen, als er tut. Ein riesiger Vollmond stand reglos, eine blank geschliffene Silberscheibe inmitten des völlig ausgestirnten Himmels. Und indes die vom sonnigen Tag erhitzte Luft noch sommerlich schwülte, schien gleichzeitig ein magischer Winter in die Welt gefahren. Wie frisch gefallener Schnee schimmerte der Kies zwischen dem grad geschnittenen Spalier. Und wie die beiden nun den Fuß auf den schimmernden Weg setzten, vorsichtig beinahe, als träten sie auf Glas, da waren es plötzlich nicht mehr zwei, sondern vier, die da gingen. Denn vor ihnen streckten sich vom überscharfen Mondlicht modelliert ihre Schatten. Der arme Keckeschfalver. Condor brach das Schweigen. Vielleicht bin ich ein bisschen brüsk mit ihm gewesen. Natürlich hätte er mich noch gern stundenlang zurückgehalten und 100 Sachen gefragt oder eigentlich 100-mal dasselbe. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Es war ein zu schwerer Tag. Von früh bis nachts kranke und lauter Fälle, bei denen man nicht vorwärts kommt. In der Allee buschte sich das schattende Geflecht der Bäume gegen das durchsickende Mondlicht. Umso greller leuchtete inmitten der Chaussee der eisweiße Kies. Und diese helle Lichtrinne schritten die beiden entlang. Und an manchen Tagen ertrage ich seine Insistenz einfach nicht. Das Schwere bei unserem Beruf sind gar nicht die Kranken. Wenn die klagen und fragen, gehört das einfach zu ihrem Zustand. Und wir haben dafür ein paar Phrasen und Unwahrheiten genauso bereit wie Schlafmittel oder schmerzstillende Tropfen. Aber niemand macht unser einem das Leben so sauer wie die Angehörigen, die immer die Wahrheit wissen wollen. Ich nehme Keckeschfolfer sein Gefrage nicht übel, aber wenn Ungeduld chronisch wird... 10-mal habe ich ihm erklärt, ich hätte jetzt einen Fall in der Stadt, wo es auf Tod und Leben geht. Und obwohl er es weiß, telefoniert er doch Tag für Tag und drängt und will sich mit Gewalt eine Hoffnung erzwingen. Und gleichzeitig weiß ich als Arzt, wie verhängnisvoll diese Aufregung auf ihn wirkt. Ein Glück, dass er nicht weiß, wie schlimm es steht. Verzeihen Sie, Herr Doktor,
Aber Sie werden verstehen, dass mich das beunruhigt. Der Leutnant war stehen geblieben im ersten Schrecken. Denn offen und spontan hatte Kondor ihm die Antwort gegeben, die er aus ihm herausholen sollte. Und es stand also schlimm. Ich hatte doch keine Ahnung, dass es Edith so schlecht geht. Edith? Wieso Edith? Ach, Sie haben mich völlig missverstanden. Nein, bei Edith ist der Zustand ganz stationär, leider. Er macht mir Sorge, Kekesh Folwar. Hände ganz durchsichtig. Und wenn man viele Hände von Toten gesehen hat, dann... Und seine rasche Rührseligkeit. Bei der geringsten Gelegenheit werden ihm die Augen feucht. Gerade bei Männern, die früher so hart und energisch waren wie Kekesh Folwar, bedeutet das nichts Gutes. Natürlich, ich müsste ihn mal richtig untersuchen. Ich traue mich nur nicht an ihn heran. Denn mein Gott, wenn man ihn jetzt noch auf den Gedanken brächte, dass er selber krank ist und gar noch auf den Gedanken, er könne sterben und sein Kind lahm zurücklassen, das wäre überhaupt nicht. Aber ich fürchte, der alte Mann macht es nicht mehr lange. Entsetzlich. Das wäre ja ganz entsetzlich. Ein so vornehmer und großzügiger und gütiger Mensch. Ein echter Edelmann. Jetzt blieb Kondor stehen. Ein Edelmann? Und ein echter noch dazu? Sagen Sie mal, Herr Leutnant. Sie kommen jetzt einige Wochen ins Haus. Sie leben außerdem in einer Kleinstadt, die ein besonderes Klatschnest ist. Haben Sie denn niemals unter Ihren Kameraden gewisse, ich will nicht gerade sagen abfällige, aber immerhin Bemerkungen gehört, dass es mit seinem Edelmannstum nicht so weit her ist? Bedauere, nein. Ich habe mir nie etwas zutragen lassen. Ich habe mit keinem einzigen meiner Kameraden je über Herrn von Kekesh Folwar gesprochen. Sie brauchen sich nicht zu schämen, dass Sie ihm und diesem armen Kind so viel Freundschaft bezeugen. Nur das kam mir, verzeihen Sie, komisch vor, dass Sie ihn als Edelmann bezeichnen. Kommen Sie, Herr Leutnant. Und Kondor blieb wieder stehen, sah ihn jetzt von unten aus seiner Nickelbrille scharf an. Ein Bauernwagen rollte gerade vorüber. Junge, steh du da eben! Der Kutscher starrte neugierig auf das sonderbare Paar. Wahnsinn! Das dort spät nachts auf der Landstraße stand. Halbgetane Dinge und halbe Andeutungen sind immer von übel. Alles Böse in dieser Welt kommt von der Halbheit. Es ist jetzt 22:45. Mein Zug geht erst um 1:20. Wenn Sie irgendwo eine stille Ecke wissen, wo man sich ruhig aussprechen kann, stehe ich zu Ihrer Verfügung. Am besten die Tiroler Weinstube in der Erzherzog Friedrichstraße. Die hat kleine Logen, in denen man ganz ungestört bleibt. Famos, das wird das Richtige sein. Die Tiroler Weinstube war ein gemütliches kleines Lokal mit einem leisen Stich von Anrüchigkeit. Um eine Stufe erhöht waren sogenannte Logen eingebaut, die voneinander isoliert und von dicken Portieren verdeckt beinahe als Chambres séparées anzusprechen waren. Auf ausdrückliche Anordnung des Besitzers hatten die in Tiroler Landestracht gekleideten Kellnerinnen strengen Auftrag, niemals die geheiligten Portieren ohne vorheriges heftiges Räuspern zu heben oder sonst auf irgendeine Weise die Herren Militärs zu stören, ehe sie nicht durch die Klingel ausdrücklich heranbefohlen wurden. Anna, haben Sie eine Loge für mich frei? So blieb die Würde der Armee zugleich mit ihrem Vergnügen auf das Vortrefflichste geschützt. Heute Abend sind es alle frei. Gegens Monatsende wird's immer still hier. Dass zwei Herren eine solche Loge zu ungestörtem Gespräch frequentieren wollten, dürfte sich in diesem Hause nicht oft ereignet haben. Wir nehmen die Vierer. Und bringen Sie uns gleich mal einen Liter Kremser. Gern, Herr Professor. Also hören Sie zu, Herr Leutnant. Als der Doktor jetzt seinem Gegenüber ins Gesicht sah, den Wein sofort bezahlt und dem Mädchen ein reifliches Trinkgeld hinwarf, Dankeschön, Herr Baron, wohlbekommst. War alles verdrießlich Schläfrige und Behäbige von ihm abgefallen. Ich erzähle Ihnen hier keinen Tratsch. Sein Blick war ganz konzentriert. Ich erzähle Ihnen überhaupt nur, damit der Tratsch nicht das Erste ist, was Ihnen eines Tages doch über das Haus zugetragen würde, in dem Sie da jetzt verkehren. Es ist auch nichts Abträgliches, was Sie da über den Herrn von Kekesh Folwar hören werden, denn jetzt ist er ja der, den Sie kennen. Wie haben Sie gesagt? Vornehm, großzügig, gütig, ein Edelmann. Jedenfalls stammt der heutige Herr von Kekesh Folwar ziemlich tief aus der Gosse, und dass es nach bürgerlichen oder den Begriffen Ihres Standes nicht immer mit rechten Dingen zugehen kann, wenn einer von dort unten es in einem halben Leben bis zum Schlossherrn schafft, das werden selbst Sie mir zugeben. Sie können es aber auch als Ausweis für besondere Tüchtigkeit ansehen, wenn ein Junge aus einem slowakischen Waisenhaus schließlich ein Karrierelieferant wird. Dass man auf diesem Wege mit den Partnern nicht glimpflich umspringt und um selber bei Atem zu bleiben, anderen die Luft abdrückt, gehört zum Metier. Ob uns einem das passt oder nicht. Und dass man als Heereslieferant, wenn die Verbindungen erst einmal geschaffen sind, auch mit minderer Ware gute Geschäfte macht, werden Sie vielleicht selbst im Kasernendienst gelegentlich merken.
obwohl unser Schlossherr dabei immer noch weniger verdient hat in unserem österreichischen Frieden als mit ein paar Ladungen verschimmelten Weizens, die er im Krimkrieg so lange zwischen den Fronten hin und her schob, bis das stinkende Zeug pures Gold geworden war. Na? Wie ist er? Guter Wein. Ja. Kein Tratsch, sondern was ich von ihm selber weiß. Und er hat mir es in der Nacht erzählt, als seine Frau starb. In solchen Nächten lügt man nicht. Wissen Sie, wer seine Frau war? Nein, natürlich nicht. Es wird auch nie von ihr gesprochen. Die Erbin von Kekeschwalber, war, der das Schloss und alles, was dazu gehörte, Liegenschaften, Zuckerfabriken, zwei Brauereien, ein Gestüt, was weiß ich, durch die geschicktesten Manipulationen seines Lebens für ein Schandgeld abgejagt hatte. Aber sehen Sie, da haben Sie Ihren Herrn Kekeschwalber. Es war der letzte Coup seines Lebens. Als er den Besitz hatte, durch ein Geschäft größer und lukrativer als alle Geschäfte seines bisherigen Lebens zusammengenommen, da graute ihm vor sich selber. Und das arme, blasse Mädchen, das er da ausgeplündert hatte, eine lammfromme Hilflosigkeit, ich habe sie nur in ihrer Todesstunde kennengelernt, aber so muss ihr Leben lang gewesen sein. Das Mädchen tat ihm so leid, dass er nicht mehr von ihr loskam. Es wurde sogar eine glückliche Ehe, was wollen Sie? Nur, dass der Krebs ihm wegnahm, als Edith 3 Jahre alt war. In der Nacht ihres Todes begriff Kekeschwalber zum ersten Mal, dass sein Geld nichts wert war. An diesem Tag ist ihm außer seiner Frau der Gott gestorben, dem er von seiner Kindheit angedient. Das Geld. Jetzt gab es für ihn nur noch eins auf Erden. Sein Kind. Mit der gleichen Wildheit, mit der er bisher Geld gerafft hatte, warf er es jetzt um sich, um allen Luxus dieser Erde für Edith aufzuhäufen. Und nun können Sie sich die Verzweiflung ausmalen, als das zweite Unglück über ihn fiel, als Edith krank wurde. Und Sie tun wirklich, wirklich, lieber Herr Leutnant, ein gutes Werk, wenn Sie ein bisschen von Ihrer Jugend, Ihrer Vitalität, Ihrer Unbefangenheit in dieses Haus bringen. Selbstverständlich. Der Leutnant sagte es ganz mechanisch. Es war das erste Wort, das er während Kondors langem Bericht über die Lippen brachte. Wahrscheinlich war er weniger über die eigentlichen Eröffnungen erstaunt oder von ihnen verschreckt, als von der Erkenntnis, wie ungeprüft er mit seinen 25 Jahren alles auf sich zukommen ließ. Verzeihung, Herr Doktor. Wie er nach keinem Sonderbaren in dieser Welt zu fragen gelernt hatte. Alles, was Sie mir erzählten, war natürlich furchtbar interessant für mich. Ich meine furchtbar wichtig. Aber Sie werden verstehen, dass ich gerade darum noch etwas fragen möchte. Sie sind doch der Arzt. Sie kennen wie kein anderer den Fall. Ich meine, handelt es sich bei dieser Lähmung Ediths nur um eine vorübergehende Erkrankung oder ist sie unheilbar? Kondor blickte auf, scharf und mit einem einzigen Ruck. Unwillkürlich wich der Leutnant der Vehemenz dieses Blickes aus. Hatte der Arzt Verdacht geschöpft, argwöhnt der Kekeschwalbers Auftrag? Natürlich, damit endet es immer heilbar oder unheilbar. Schon gesund und krank sind zwei Worte, die ein anständiger Arzt guten Gewissens nicht aussprechen sollte. Und gar heilbar und unheilbar. Mich werden Sie nie dazu bekommen, das Wort unheilbar auszusprechen, unheilbar. Das ist doch ein relativer Begriff. Glauben Sie, ich quälte dieses Mädchen mit immer neuen Methoden, wenn ich nicht hoffte, sie endlich entscheidend durchzubringen. Sie glauben also doch an eine Besserung. Das heißt, eine gewisse Besserung haben Sie ja schon erzielt. Unsinn, haben Sie es konstatiert? Sie kennen die Kranke doch erst seit ein paar Wochen und ich behandle sie 5 Jahre. Aber Herr von Kekeschwalber hat mir erzählt. Unsinn, blanker Unsinn. Kennen Sie denn nicht unseren alten Ärztetrick? Wenn wir selber nicht weiter wissen, beschäftigen wir den Patienten. Und zu unserem Glück lügt dann meistens in dem Kranken die Natur mit und wird unser Komplize. Ja, trinken wir aus. Es wird allmählich Zeit für mich. Die beiden Herren standen auf. Der Leutnant vergaß ganz gegen seine Gewohnheit, dem Älteren gegenüber höflich zu sein. Anna war zur Stelle, die Portiere zurückzuschlagen. Haben die Herrschaften noch einen Wunsch? Nein, danke. Sehen Sie uns bald wieder, die Herrschaften. Küss die Hand, Herr Baron. Dr. Kondor redete weiter, noch während sie die Stufen zur Schankstube hinuntergingen und nun die letzten Gäste den Raum durchquerten. Solange ich in einem Fall nicht faktisch helfen kann. Indem die Zigeunerkapelle aus Höflichkeit oder um des Trinkgelds willen noch einmal ein paar Takte klingen ließ. Muss ich eben trachten, bloß hinüberzuhelfen. Vielleicht finde ich durch Zufall die richtige Methode. Vielleicht gewinne ich Zeit, bis das Richtige erfunden wird. Ich brauche eben Zeit und immer neue Einfälle. Auch das ist schon nicht leicht, Herr Leutnant, immer eine neue Walze zu drehen. 5 Jahre lang. Anna hatte hinter ihnen abgesperrt. Sie standen jetzt vor den blinden Fenstern des kleinen Lokals in der Gasse. Auf dem verdunkelten Horizont über den Häusern sprühte ein blauer Blitz auf. Wir kriegen ein Gewitterchen. Bringen Sie mich noch ein Stück.
Der Doktor ging eine Strecke stumm, dann wandte er sich dem Leutnant um eine Spur herzlicher zu. Übrigens, ich möchte nicht, dass Sie meinen, ich hätte innerlich den Fall aufgegeben. Im Gegenteil. Und wenn es noch einmal 5 Jahre dauern sollte. Habe da gerade von einem Pariser Kollegen gelesen, der bei einem 40-Jährigen, der 2 volle Jahre gelähmt zu Bett lag, eine vollständige Heilung erzielt hat. Und zwar in 4 Monaten. Professor Viognaud scheint da eine Reihe von Behandlungsarten merkwürdig gekoppelt zu haben. Ich habe ihm natürlich geschrieben, um genauere Angaben zu erhalten. Nur deshalb habe ich Edith heute so umständlich mit der neuen Untersuchung gequält. Vielleicht tut sich hier eine neue Möglichkeit auf. Ich sage vielleicht und ich habe überhaupt schon zu viel geschwätzt. Sie meinen also, dass... Gar nichts meine ich und gar kein Also. Ich habe keine Telefonleitung zum lieben Gott. Gar nichts meine ich und gar nichts glaube ich und gar nichts verspreche ich. Überhaupt jetzt Schluss. Schönen Dank für Ihre Begleitung. Kehren Sie schnell um, sonst bleibt an Ihrem Rock kein Faden trocken. Und ohne dem Leutnant die Hand zu geben, lief der Doktor sichtlich verärgert mit seinen kurzen Beinen dem Bahnhof zu. Kondo hatte richtig gesehen. Ein Gewitter zog auf. Wie schwere schwarze Kisten schoben sich dicke Wolken über den unruhig zitternden Baumkronen zusammen, manchmal vom Funkenstrich eines Wetterleuchtens bleich überhellt. Anders erschien die Stadt, wirkten die Straßen als vorhin, da sie noch angehaltenen Atems im bleichen Mondlicht gelegen. Und klirrten und klapperten die Schilder wie geängstigt in einem drückenden Traum. Unruhig polterten die Türen, stöhnten die Rauchfänge. In manchen Häusern erwachte neugieriges Licht. Hier und dort schloss eine verschlafene Gestalt vorsorglich die Fenster. Der Leutnant durcheilte den städtischen Vorgarten, der zwischen Bahnhof und Kasernenareal lag, und fast hatte er den Ausgang erreicht. Krieges Falva. Im Lichtschein eines Blitzes, der in diesem Augenblick das Dunkel durchschnitt, trat die Gestalt des alten Mannes aus der Nacht. Barhaupt, der blanke Schädel, rund funkelnd die goldgeränderte Brille. Herr von Krieges Falva, um Himmels Willen, wie kommen Sie hierher? Sind Sie nicht schlafen gegangen? Nein, 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 ich konnte nicht schlafen. Ich wollte doch... Aber rasch nach Hause, das Gewitter muss jeden Augenblick losbrechen. Haben Sie Ihren Wagen hier? Ja, dort drüben, links von der Kaserne. Dann schnell, wenn er scharf fährt, bringt er Sie noch rechtzeitig heim. Kommen Sie. Gleich, gleich. Ich fahre schon, Herr Leutnant, aber sagen Sie mir erst, was hat er gesagt? Wer? Herr Dr. Kondor, Sie haben ihn doch gefragt. Morgen, morgen Nachmittag erzähle ich Ihnen alles, jedes Wort, nur rasch jetzt zum Wagen. Nein, 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 ich flehe Sie an, Herr Leutnant. Jetzt habe ich so lange... Kommen Sie hier auf die Bank. Ich kann nicht mehr warten. Was hat er gesagt? Der alte Mann schwankte wie ein Trunkener. Er brach auf der Bank mehr zusammen, als dass er sich niedersetzte. Er war am Ende seiner Kräfte. Man sah es. Der Wind wirbelte das Laub über die Wege, trieb es den beiden ins Gesicht. Der alte Mann merkte nichts. Es gab keinen Himmel für ihn und keine Wolken und keinen Regen. Sagen Sie mir, was hat er gesagt? Es gab nur sein Kind und dessen Genesung auf Erden. Wie hätte ich es da über mich bringen können, die Wahrheit zu sagen, dass Kondor noch nichts wisse? Der arme Mann saß neben mir, zitternd, schlotternd vor Aufregung und Schwäche. Er brauchte doch etwas, an das er sich klammern konnte. So raffte ich das wenige Trostversprechende, das ich Kondor mühsam abgerungen, hastig zusammen. Ich erzählte ihm, dass Kondor von einer neuen Kur gehört hätte, die Professor Viognaud mit großem Erfolg in Frankreich erprobt habe. Und sofort spürte ich im Dunkeln, wie er sich aus seiner Erschlaffung aufrichtete und näher an mich herandrängte. Eigentlich hätte ich jetzt nichts mehr versprechen dürfen. Aber mein Mitleid riss mich weiter, als ich verantworten konnte. Ja, diese Kur hätte außerordentliche Erfolge, ermutigte ich ihn immer wieder und wieder. In 3 Monaten seien damit überraschende Heilungen erzielt worden. Und wahrscheinlich, nein, sogar so viel wie gewiss, werde sie bei Edith nicht versagen. Allmählich kam ihm eine Lust an solchen Übertreibungen. Denn wunderbar, wie diese Beschwichtigung wirkte. Jedes Mal, wenn Keckes Falva gierig fragte... Glauben Sie wirklich? Hat er das wirklich gesagt? Ja. Hat er das selber gesagt? Ja. Und der Leutnant, in seiner Ungeduld und Schwäche alles leidenschaftlich bejahte, wurde der Druck, mit dem sich Keckes Falva an ihn klammerte, gleichsam leichter. Glauben Sie wirklich? Ja, wirklich. Beide achteten nicht auf die Blitze, die blau um sie flammten, und nicht auf das immer dringlichere Drohen des Donners. Sie blieben aneinander gepresst, Rede und Lauschen, Lauschen und Rede aneinander steigen. Ja, sie wird gesund werden, bald gesund, ganz gewiss gesund. Ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und wer weiß, wie lange sie noch so gesessen hätten, da fuhr plötzlich der Windstoß heran, der einem Gewitter jedes Mal vorausjagt und ihm den Weg freistößt. In einem Riss beugten sich die Bäume, dass das Holz knirschte und knackte, Kastanien prasselten auf sie herab und kreiselnd hüllte eine riesige Staubwolke sie ein. Nach Hause! Sie müssen nach Hause! Mit fliegender Hast eilten sie dem wartenden Wagen zu. Der Chauffeur half seinem Herrn ins Coupé. Jetzt wird er endlich schlafen können, der alte, erschütterte Mann. Tief, still und glücklich. Nehmen Sie die Decke! Aber in dem knappen Moment, als ihm der Leutnant noch rasch die Decke über die Füße breiten wollte, geschah das Erschreckende. Dank! Mit einem plötzlichen Griff fasste er des Leutnants Hände, die rechte und die linke, hart am Gelenk. Nein, nein, und nein. Ehe der sich wehren konnte, riss er beide auf an seinen Mund und küsste die rechte und die linke und wieder die rechte und die linke. Auf morgen, auf morgen. Und fort stob der Wagen wie fortgetragen von dem nun eiskalt heranrasenden Wind. Der Leutnant stand erstarrt. Da schlugen bereits klatschend die ersten Tropfen los. Es prasselte, trommelte, dröhnte, hagelhart.
und die letzten 4-5 Dutzend Schritte bis hinüber zur Kaserne lief er bereits in prasselndem Guss. Gerade als er triefend am Tor anlangte, schmetterte ein Blitz nieder, straßenweit die stürmische Nacht erhellend. Hinter ihm krachte er, als risse er den ganzen Himmel mit sich heran. Begriff er am nächsten Tag, was er getan, wozu sein Mitleid ihn verleitet hatte? Er konnte es nicht begreifen. Er geriet in den Taumel der Freude, der schwindigen Glückseligkeit, die ihn auf Schloss Geckeschwalber empfing. Die gnädige Fräulein wacht im Garten. Endlich! Ich warte schon die ganze Zeit auf Sie. Rasch, erzählen Sie alles. Ja, komm, aber Sie ganz genau. Papa hat ja alles so durcheinander gebracht. Und denken Sie, in der Nacht ist er noch zu mir hinaufgekommen. Ja. Und Sie hätten ihn sehen sollen. Denken Sie sich doch, sich Papa einmal lachen, einmal laut und übermütig lachen zu hören und von einem Fuß auf den anderen tanzen sehen, wie einen großen Buben. Ich hab's ja zuerst gar nicht glauben können. Aber dann ist noch Ilona heraufgekommen. Ja, und wir haben getratscht und gelacht bis zum Morgen. Aber jetzt sagen Sie schon, Sie wissen doch schon... Was ist das mit dieser neuen Kur? Ja, was ist Künstliges. Los? Ja, warum zögern Sie denn so herum? Er beabsichtigt, eine neue Kur zu versuchen. Aber er erkundigt sich noch darum. Eine sehr wirksame Kur, wenn ich richtig verstanden habe. In 4 Monaten? Ja, ich kann's natürlich nicht beurteilen, aber ich glaube bestimmt, er wird schon alles richtig machen. Ja, aber in 4 Monaten, ja, das war sagt doch nur Papa, ein Fall. Hat der französische Arzt seinen Patienten geheilt. Ja. Und jetzt kann er die Treppen hinauf und hinunter. Das wäre ja unglaublich. Ja, einen bestimmten Ach, Termin gibt Sie es doch nicht. So rum. Herr Dr. Conde hat nur so allgemein über die Methode. Ja, er weiß nicht, ich meine, das kann man doch nur von Fall zu Fall ausprobieren. Sie kennen ihn ja nicht. Aus ihm kriegt man ja nie was Bestimmtes heraus. Er ist ja übervorsichtig. Aber wenn er einmal etwas nur halb und halb verspricht, dann klappt es von oben bis unten. Ach, mein Gott. Sie können sich nicht denken, wie ich mich fühle. Heute früh sind wir schon ausgefahren in die Stadt. Geld, da staunen Sie. Jetzt weiß ich, dass ich über den Berg bin. Jeden Tag will ich jetzt ausfahren. Und morgen ist Sonntag. Da haben wir etwas ganz Großes vor. Und Sie kommen mit. Ilona, soll ich es Ihnen verraten? Ja, natürlich. Jetzt doch keine Geheimnisse mehr. Also hören Sie zu, lieber Freund. Morgen früh spannen wir die große Reisekalesche an. Ach, mit dem Viererzug, mit dem die gepackt. Alte Fürstin, der früher das Schloss gehört hat, immer hinausgefahren ist. Und kutschieren zum Gestüt. Sie sollen sehen, das wird eine lustige Fahrt. Ganz früh wird aufgestanden. Sie bleiben natürlich heute Nacht hier. Ja. Sie kriegen ein nettes Gastzimmer unten. Und was Sie noch brauchen, holt Ihnen der Pister aus der Kaserne herein. Der wird übrigens morgen als Lakai verkleidet. Wie bei der Fürstin. Ein Sonntag wie im Märchen. Die große Reisekalesche mit livriertem Kutscher und Lakai hinten aufgesessen. Die beiden Mädchen lachend, scherzend, jung und schön wie der strahlende Junimorgen. Feiertag über Dorf und Feld. Die Kirchgänger grüßten schon von Weitem, sobald sie in dem altväterischen Reisevehikel ihre Herrschaft erkannt hatten. Irgendwo in einem der Dörfer eine Bauernhochzeit. Vor Aufregung schwankend holte der Brautvater eigenhändig einen mächtigen Krug Wein, füllte die Gläser. Auf das Wohl unseres Jeherrn und der herrschaftlichen Familie. Ho, ho, ho. Jesus, so erdigen die Herrschaften. Schauen Sie, lieber Leutnant, jetzt gehören Sie zur Familie und jetzt müssen Sie mit der Braut tanzen. Mein Gott, der Gnäher. Das Beispiel des Leutnants machte wiederum den Bräutigam Mut. Er forderte von seinem Vater heftig angestupft. Ilona auch. Aber mit dem größten Vergnügen. Und die Bauernkapelle fiedelte drauf los, was die Instrumente hergaben. Ein Sonntag voller Fröhlichkeit, voller Glückseligkeit. Edith wie verwandelt, der alte Herr von Geckeschwalber mit glücklichen Augen, Ilona so übermütig, wie sie gern immer gewesen wäre, und der Leutnant verwirrt, was er da angerichtet, aber selig, dass er es angerichtet. Wie im Traum noch erreicht er die Kaserne, schenkt dem Burschen eine ganze Krone, noch ehe er den Mund aufgemacht. Ist Telegramm gekommen für Herrn Leutnant? Ein Telegramm? Ihm wurde sofort unbehaglich. Rasch ging er auf den Tisch zu, da lag das fremde Papier. Viereckig und verschlossen. Mit unwilligen Fingern riss er es auf. Ein Dutzend Worte nur. Bin morgen Keckeschwalber berufen, muss Sie unbedingt vorher sprechen. Erwarte Sie 5.10 Uhr Bahnhof Condor. Gut, dass Sie pünktlich sind. Also knapp und klar und gleich im Medias Res, damit Sie wissen, was gesteht wird. Dr. Condor schiebt den Leutnant förmlich vor sich her, drückt ihn in die Polstersitze, die staubigen des Wartes als erster Klasse, in denen jetzt nach Abfahrt des Wiener Schnellzuges niemand mehr sitzt. Also gestern früh erhalte ich ein Telegramm. Bitte Sie, verehrter Freund, baldigst zu kommen. Erwarten Sie alle ungeduldigst, vertrauensvoll, dankbar, Herr Keckeschwalber. Nun, baldigst und ungeduldigst entzücken mich nicht, aber schließlich leistet sich der Alte öfter solche Raptusse. Doch nun gestern früh ein endloser Brief von Edith. Wie glücklich sie sei
und sie würde alles auf sich nehmen. Nur sofort soll ich beginnen mit der neuen Kur. Bei neuer Kur ging mir ein Licht auf. Sie mussten geschwatzt haben, Herr Leutnant. Bitte über diesen Punkt keine Diskussion. Ich habe zu niemandem sonst über die Methode des Professors Vienneau gesprochen. Was ich Ihnen jetzt mitteilen muss, wird Sie sehr schmerzlich berühren. Gestern Morgen kam Vienneaus Antwort, und zwar mit der gleichen Post wie Ediths überströmender Brief. Und leider, seine Methode ist auf Edith nicht anwendbar. Das müssen Sie mir glauben. Ich könnte es Ihnen medizinisch beweisen. So, und nun wissen Sie, wie die Sache wirklich steht. Sie haben das Mädchen mit Hoffnungen verrückt gemacht. Der Leutnant fühlte seine Finger starr werden. Er sah ein, dass Condor recht hatte. Aber instinktiv fühlte er das Bedürfnis, sich zu wehren. Aber wieso denn? Ich habe doch nur das Beste gewollt. Wenn ich Kecke Schwalber etwas erzählte, so war es doch nur aus... Aus Mitleid, ich weiß. Aber es ist eine verflucht zweischneidige Sache mit dem Mitleid. Wer damit nicht umzugehen weiß, soll die Hand davon lassen. Und vor allem das Herz. Mitleid ist keine Medizin. Sie sehen ja selber, was Sie angerichtet haben. Und jetzt muss ich hingehen und Ihnen die Wahrheit sagen. Und Wahrheit ist eine bittere Medizin. Aber könnte man nicht lieber... Was? Ich meinte nur, ob man mit dieser Eröffnung nicht lieber warten sollte. Wenigstens ein paar Tage, weil ich hatte gestern den Eindruck... Ach, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schon die bloße Ankündigung auf Sie gewirkt hat. Wenn man Sie nur noch einige Zeit in dem Glauben beließe, diese neue Kur, von der Sie sich alles erwartet, würde Sie endgültig heilen. Sie hätte jetzt die inneren Kräfte. Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass sie sich gestern schon viel besser bewegte. Sieh mal an, Herr Kollege von der Psychologie. Gar nicht so übel gedacht. Im ersten Anlauf würde sie ein gutes Stück vorwärts kommen. Aber lieber Herr Leutnant, ich als Arzt muss nicht nur an den Anfang denken, sondern auch an den Fortgang. Und vor allem an den Ausgang. Aber Sie sind doch selbst der Ansicht, man könnte eine wesentliche Besserung erzielen. Auf den ersten Hieb, ja, aber was dann? Und was, wenn Sie sich vorsätzlich getäuscht sieht? Nein, 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 nur nichts hinausschieben, das kann man nicht verantworten. Überlegen Sie selbst, hätten Sie an meiner Stelle den Mut? Ja, ich weiß bestimmt, dass es Edith jetzt unermesslich helfen würde, wenn man ihr vorläufig die Hoffnung auf eine endgültige Heilung ließe. Wird es dann nötig sein, Sie aufzuklären, dass ich vielleicht zu viel versprochen habe? So werde ich mich ehrlich dazu bekennen und ich bin überzeugt, sie wird alles verstehen. Anna Wetter, Sie muten sich allerhand zu. Nun? Wenn Sie wirklich diese Verantwortung auf sich nehmen, Edith wieder ins Gleichgewicht zu bringen, falls eine Krise eintreten sollte, dann könnte man vielleicht wirklich riskieren, noch ein paar Tage zu warten. Aber ich warne Sie, es gehört unermessliche Kraft dazu, einen Menschen wieder aufzurichten, den man einmal betrogen hat. Kann ich unbedingt darauf zählen, dass Sie mich nicht im Stich lassen? Unbedingt. Gut. Condor stand mit einem Ruck auf. Ich werde Ihnen genau sagen, wie weit ich gehe. Keinen Schritt über die Wahrheit hinaus. Ich rate zu einer Kur im Engadin. Aber ich erkläre, dass die Methode Vienneaus keineswegs ausgeprobt ist und dass Sie beide keine Wunder erwarten sollen. Benehmen Sie sich im Vertrauen auf Sie trotzdem mit unsinnigen Hoffnungen, so wird es an Ihnen sein. Ich habe Ihre Zusage, Leutnant, die Sache, Ihre Sache, rechtzeitig ins Reine zu bringen. Erledigt, es ist höchste Zeit. Ich werde draußen erwartet. Und er schob den Leutnant wieder förmlich vor sich her, jetzt hinaus auf den Bahnhofsvorplatz, wo schon der Wagen der Kecke Schwalbers ihn erwartete. Lassen wir also dem armen Kind noch ein paar Wochen Zuversicht und wenn wir sie wirklich inzwischen ein anständiges Stück vorwärts bringen, dann haben sie ihr geholfen und nicht ich. Adieu! 3 Stunden später fand der Leutnant auf seinem Tisch in der Kaserne ein Billett, hastig geschrieben und von dem Chauffeur gebracht. Kommen Sie morgen möglichst früh, es ist furchtbar viel zu erzählen. Eben war Dr. Condor hier. In 10 Tagen fahren wir weg. Ich bin schrecklich glücklich, Edith. Bei den Kecke Schwalbers geschah alles genau, wie der Leutnant es mit Herzklopfen befürchtete. Kaum, dass er in den Garten trat, grüßte ihn begeisterter Empfang. Hallo, Leutnant! Um Gottes Willen, wozu bringen Sie mir denn Blumen? Ich bin doch keine Primadonna. Oh, wie schön, ein ganzer Strauß vom Sommer. Also, der Doktor war hier. In 10 Tagen reisen wir ins Engadin. Ich hab's ja immer gewusst, dieses Elektrisieren und Massieren und all die dummen Apparate, alles dummes Zeug. Aber jetzt werden Sie sehen. Na, warum sitzen Sie denn so stumm? Na, was sagen Sie dazu? Warum sitzen Sie denn so dumm, so erschrocken herum? Genau wie vorgestern. Ilona, bitte, hol den Blumenwasser, ich bitte dich. Aber natürlich, Edith. Na, freuen Sie sich denn gar nicht mit mir? Aber natürlich freue ich mich furchtbar für Sie. Na, viel habe ich davon nicht bemerkt. Aber Kind... Ach, sagen Sie doch nicht immer Kind zu mir. Was sind Sie denn schon älter als ich? Ach, und ich glaube Ihnen. Warum sollten Sie sich nicht freuen? Schließlich kriegen Sie doch auch Urlaub dadurch, dass hier die Bude für ein paar Monate gesperrt wird. Da sind Sie den langweiligen Samariterdienst los. Jetzt kommt für Sie eine bequeme Zeit. Wie ihr euch das vorstellt. Bequeme Zeit für einen Kavalleristen. Der Juli, August, September. Das ist doch die Hochkonjunktur. Manöver und Paraden, allerhöchster Dienst im schärfsten Extrakt von morgens bis abends. Bis tief in den September hinein geht die Schinderei. Aber wann werden Sie dann kommen? Wohin kommen? Fragen Sie doch nicht immer so tollpatschig. Mich besuchen.
Im Engadin? Ja, wo denn sonst? In Tripsdrill vielleicht? Na, da sieht man einmal, wie ihr Zivilisten euch das Militär vorstellt. Das Gesicht von meinem Obersten möchte ich mal sehen, wenn ich so mitten in der Manöverzeit ihm Submissist mitteilen tät, ich hätte den Gusto, jetzt für 8 Tage in Urlaub in die Schweiz zu gondeln. Da möchten Sie ein paar Ausdrücke hören, Fräulein Edith, die Sie in keinem Lexikon finden. Ach, was Ausflüchte. Das richtet Ihnen Papa. Er kennt genug Leute im Kriegsministerium. Na, da müsste mir zum Urlaub auch noch ein Reisestipendium im Kriegsministerium herauskitzeln. Ach, das meinen Sie? Ja, was glauben Sie, was solch eine Eskapade kostet? Das kann doch nicht so arg sein. Ein paar 100 Kronen. Eine Kleinigkeit, nicht wahr? Schäbig es überhaupt zu erwähnen. Wissen Sie überhaupt, was ein Leutnant Gage kriegt? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? 200 Kronen für den ganzen Monat. Und davon hat er gefälligst standesgemäß zu leben. Menage, Wohnung, Schneider, Schuster. Gar nicht zu reden davon, wenn Gott behüte, mal etwas mit dem Pferd passiert. Und da kaufen Sie mir so teure Blumen. Aber was gehe ich überhaupt auf Ihren Unsinn ein? Was kümmert Sie das überhaupt, was so eine Reise kostet? Sie sind selbstverständlich unser Gast, also kein Wort mehr darüber. Doch, ein Wort noch. Wir wollen doch keine Missverständnisse. Ich weiß, Sie meinen es gut und Ihr Vater meint es gut. Aber ich lasse mich nicht ausbitten von meinem Regiment und ich lasse mich nicht freihalten. Sie wollen also nicht kommen? Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht will. Ich habe Ihnen gesagt, warum ich nicht kann. Auch nicht, wenn ich Sie bitte? Nein. Wenn ich Sie herzlich bitte? Tun Sie es nicht, es hätte keinen Sinn. Sie senkte den Kopf. Aber schon ging das Zittern und Zucken um ihren Mund, das untrüglich eine gefährliche Irritation ankündigte. Mit einem Ruck riss sie die Blumen vom Tisch und warf sie in zornigem Bogen in den Goldfischteich des Gartens. Gut. Jetzt weiß ich wenigstens, wie weit Ihre Freundschaft reicht. Gut, dass man es einmal ausprobiert hat. Aber etwas möchte ich noch wissen. Warum kommen Sie überhaupt zu uns? Ja, aber das ist doch ganz einfach. So einfach. Umso besser. Also los. Aber liebes Fräulein Edith, mein Wort, ich kann Ihnen wirklich nichts Gescheiteres und nichts Dümmeres sagen, als dass ich immer wieder zu euch komme, eben weil ich gern zu euch komme und weil ich mich hier eben 100-mal wohler fühle als anderswo. Wenn ich hier mit euch so gemütlich rede, dann... Nun, was ist dann? Dann... Na, Sie werden es vielleicht ein bisschen unverschämt finden. Dann rede ich mir ein, ihr seht mich gern bei euch. Hier gehöre ich dazu. Immer wenn ich Sie so anschaue, habe ich das Gefühl... Na, was ist mit mir? Dass da jemand ist, bei dem ich nicht so schrecklich überflüssig bin. Natürlich fiel es nicht dran an mir. Oft denke ich, ich muss euch schon längst langweilig geworden sein. Und dann erinnere ich mich immer wieder, wie allein Sie da sitzen in dem großen Haus und dass Sie es freuen könnte, wenn jemand zu Ihnen kommt, statt dass Sie da allein den langen Tag versitzen. Können Sie das wirklich nicht verstehen? Ja, ich verstehe. Ich verstehe vollkommen. Sie haben, glaube ich, wirklich die Wahrheit gesagt. Nur aus Mitleid kommen Sie. Nur aus Mitleid. Sie sagen, weil ich so allein bin. Das heißt auf gut Deutsch, weil ich angenagelt bin an diesen verfluchten Liegestuhl. Aber ich danke schön. Ich pfeife auf diese Art Freundschaft, die nur meinem Krüppeldasein gilt. Ja, machen Sie nicht so zerknirschte Augen. Natürlich tut es Ihnen leid, dass Ihnen die Wahrheit herausgerutscht ist. Ich danke für dero gnädige Aufopferung. Gott sei Dank, ich brauche euch alle nicht. Ich werde schon selber fertig mit mir. Da, hier, sehen Sie die Narbe. Einmal habe ich schon probiert. Ich war nur ungeschickt und habe mit der stumpfen Schere den Puls nicht erwischt. Aber dieses Messer hier ist schon besser. Da, lieber krepieren, als mich bemitleiden lassen. In äußerster Besorgnis war der Leutnant aufgesprungen und packte sie am Arm. Weg! Wie können Sie sich unterstehen, mich anzurühren? Sofort lassen Sie mich los! Und da er nicht gehorchte, warf sie plötzlich den Oberkörper herum und gab ihm einen Stoß vor die Brust. Weg! Weg, Sie Rohling! Mit diesem Stoß verlor sie das Gleichgewicht. Sie sackte in sich zusammen. Und dadurch, dass sie sich im Hinstürzen an dem Tisch festhalten wollte, riss ihr Fall die ganze Platte mit. Über sie und den Leutnant hin, der die Taumelnde noch aufzuhalten suchte, klirrte jetzt zerbrechend die Vase, schmetterten die Teller und Tassen, rasselten die Löffel laut, schlug die große bronzene Glocke zu Boden und rollte mit Lärm im Klöppel die ganze Terrasse entlang. Edith! Er beugte sich zu ihr nieder. Da fuhren ihre beiden Hände plötzlich empor. Klammern umpressten sie von beiden Seiten seine Schläfen, rissen den Mund nieder an ihre Lippen. So heiß, so saugend und gierig pressten sie sich an, dass die Zähne berührte. Und gleichzeitig wölbte und spannte sich drängend ihre Brust empor. Mit einer trunkenen Kraft hielt sie ihn an sich gepresst, bis ihr der Atem versagte. Dann lockerte sich der Griff. Erregt begannen ihre Hände wegzuwandern von den Schläfen und in seinem Haar zu wühlen. Sie gab ihn nicht frei. Einen Augenblick nur ließ sie ihn los, um zurückgelehnt wie verzaubert seine Augen anzustarren.
Dann riss sie ihn neuerdings an sich, küsste ziellos und heiß seine Wangen, seine Stirn, seine Augen, seine Lippen. Du. Plötzlich ließ sie ihn los. Der Kopf fiel zurück in den Kies. Und nur ihre Augen funkelten ihn noch triumphierend an. Geh jetzt, du Dummkopf. Geh. Man hörte Schritte. War es Ilona, war es Josef der Diener, die auf das Scheppen der Glocke herbeieilten? Vor Angst, unfähig, jemandem zu begegnen, stürzte der Leutnant Nebenweg hinein in den Garten. Und zum zweiten Mal flüchtete er geduckt und scheu wie ein Dieb aus dem verhängnisvollen Hause. Himmel, Arsch und Schwirn! Was ist das für eine Sauerei? Zurück! Auseinander, ihr Bagage! Oberst Bubenschik, Kommandeur des Ulanenregiments, prescht über den Exerzierplatz. Welcher Esel hat denn hier kommandiert? Zwei Züge der dritten Eskadron, darunter der des Leutnant Hofmüller, die nebeneinander schwenken sollten, sind in voller Karriere ineinander geraten. Verfluchte Schweinerei! Ein paar Pferde brechen im Tumult aufscheuend aus, andere bäumen sich, drei Männer sind gestürzt und unter die Hufe geraten. Erst allmählich lösen die heranwetternden Offiziere den lärmenden Knäuel leidlich auseinander. Endlich reihen sich die neu geformten Schwadronen wieder geschlossen wie vor dem zur Front. Plötzlich Stille. Kommando. Stillgesessen! Die Pferde klatschnass, Schaum auf den Trensen, stehen. In die Stille reitet der Oberst vor. Schon an der Art, wie er im Sattel sitzt, aufgestrafft in den Steigbügeln und mit der Reitpeitsche gegen die Stulpenstiefel klatschend, ahnt das ganze Regiment, Offiziere, Chargen und Mannschaften das aufziehende Ungewitter. Ein kleiner Ruck am Zügel, sein Pferd steht still. Leutnant Hofmüller! Jetzt erst begreift er, wieso das alles passiert ist. Er selbst hat das falsche Kommando gegeben. Er hat seine Gedanken nicht zusammengehabt. Er hat das Schlamassel zu verantworten. Und noch während er jetzt fast mechanisch aus der Front heraus auf den Oberst zureitet, spürt er, wie es in seinem Kopf noch immer durcheinander geht. Spürt er unter seinem Waffenrock knistern die 16 Seiten fliegend hingeschriebenen Briefes, den er heute Morgen kurz vor dem Ausreiten von Edith erhielt. Unendlich Geliebte. In vorschriftsmäßiger Distanz hält der Leutnant vor dem Oberst. Ich kann nicht länger leben, wenn ich dich nicht leben darf. Leg die Hand an die Mütze. Zu Befehl, Oberst! Erlauben sollst du mir, dass ich dich liebe. Lautlose, tödliche Stille über dem ganzen Exerzierplatz wie vor der Hinrichtung. Nur ein Zeichen sollst du mir geben, dass du mich wieder... Sind sie wahnsinnig geworden? Wider meinen Willen ist das über mich gekommen. Eine solche Schweinerei ist mir noch nicht vorgekommen! Ich will gesund werden für dich, Geliebter. Solange ich das Regiment führe! Wenn du an mich glaubst, werde ich nicht länger ein Krüppel sein. Nehmen Sie ein paar lausige Gedanken zusammen! Es gibt keinen Augenblick, da ich nicht an dich denke. Haben Sie keinen Verstand mehr im Kopf? Verzeih mir, mein Geliebter, diese Liebe. Unbeweglich hält der Leutnant gehorsam die Hand am Helm. Ein solcher schweinemäßiges Kommandieren lasse ich mir von keinem Offizier gefallen. Immer höre ich deine Stimme, immer sehe ich deine Augen, fühle noch, wenn du fort bist, deine Gegenwart. Für heute wünsche ich Ihrer Visage nicht mehr zu begegnen. Morgen Mittag melden Sie sich bei mir. Dann hart und scharf wie ein Fußtritt. Abtreten! Wobei er abschließend noch einmal mit der Reitpeitsche gegen den Stiefelschaft schlägt. Hinschmeißen, alles hinschmeißen, den Dienst quittieren. Verlass mich nicht, du einzig Geliebte. Flüchten, flüchten, auch vor denen da draußen im verhexten Haus. Der Leutnant denkt es immer wieder, denkt es noch im Zuge nach Wien, während Ediths leidenschaftliche Zeilen ihm keine Ruhe geben. Ich flehe dich an, mein Geliebter, sei nicht grausam zu mir. Flucht, Flucht, nur Flucht! Er denkt es noch auf dem Wege zu Dr. Kondor. Dr. Emmerich Kondor, Florianigasse 97 im 8. Bezirk. Was ist passiert, Leutnant? Etwas nicht in Ordnung? Lesen Sie. 6-mal habe ich schon an dich geschrieben. Und jedes Mal jedes Blatt zerrissen. Ich wollte mich nicht verraten. Wochen und Wochen habe ich mich zurückgehalten. Aber nun weißt du, ich liebe dich. Das also, und ich Dummkopf konnte sowas übersehen. Immer wieder dasselbe. Dass man hinter der Krankheit den Kranken nicht mehr spürt. Nun weißt du auch, für wen ich geheilt sein will. Nur für dich. Nur für dich. Verzeih mir, unendlich Geliebter, diese Liebe. Und um dies eine, vor allem flehe ich dich an. Fürchte dich nicht vor mir. Oh Gott, das arme Kind. Glaub nicht, dass ich dich jetzt schon, krank und mir selbst widrig wie ich bin, jetzt schon besitzen will. Nur warten will ich. Geduldig warten. Bis Gott sich meiner erbarmt und mich gesund macht. Du, der du Mitleid hattest wie kein anderer mit mir. Was für eine Verantwortung haben wir da übernommen. Jetzt wird dir keine kleine Besserung mehr genügen, kein bloßer Fortschritt. Jetzt will sie volle Genesung. Nur einen Zettel. Einen kleinen, raschen Zettel schick mir. Oder ein leeres Blatt.
Eine Blume. Nur irgendein Zeichen, nur etwas, woran ich erkenne, dass du mich nicht wegstößt. Dass ich dir nicht widerlich bin. Ich kann. Ich will nicht länger leben. Wenn du mir das Recht verweigerst, dich zu lieben. Jetzt dein Rückschlag kommt grauenvoll. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Deshalb müssen Sie energisch eingreifen. Sie müssen ihr sagen. Was sagen? Nun, dass diese Verliebtheit einfach eine Kinderei, ein Unsinn ist. Sie müssen ihr das ausreden. Ausreden? Was ausreden? Einer Frau ihre Leidenschaft ausreden? Soll ich ihr vielleicht sagen, du bist krank, du bist gelähmt? Will dir ja nicht ein, dass du auch lieben darfst? Du bist ein Krüppel, verzichte, gib dich auf. Das fehlt dir gar nicht. Aber ich kann ihr doch nichts sagen. Das dürfen Sie auch nicht. Mit keinem Ton und mit keinem Blick dürfen Sie das arme Kind ahnen lassen, dass seine Liebe Ihnen peinlich ist. Aber jemand muss ihr doch schließlich klar machen. Was klar machen? Drücken Sie sich freundlichst präzise aus. Ich meine, dass das völlig aussichtslos ist. Völlig absurd. Damit Sie da nicht, wenn ich... Der Leutnant stockte. Auch Kondo schwieg. Er wartete offenbar. Dann machte er unvermittelt zwei starke Schritte zur Tür und griff an den Lichtschalter. Mit einem Schlag war das Zimmer taghell. So, Herr Leutnant, bei gewissen Dingen ist es besser, sich klar in die Pupillen zu sehen. Hier stimmt doch etwas nicht. Sie sind nicht bloß gekommen, um mir diesen Brief zu zeigen. Entweder Sie äußern sich ehrlich oder ich muss für Ihren Besuch danken. Die Brille blitzte ihn scharf an. Der Leutnant blickte zu Boden. Nicht sehr imposant, Ihr Schweigen, Herr Leutnant. Haben Sie etwa die Absicht, auf diesen Brief hin oder auf das, was ihm vorausging, hin plötzlich Schluss zu machen mit ihrer sogenannten Freundschaft? Wollen Sie sich jetzt etwa aus dem Staub machen, jetzt? Nachdem Sie mit Ihrem famosen Mitleid dem Mädel den Kopf verdreht haben? Wissen Sie, was das wäre? Der Leutnant schwieg. Mord. Oder glauben Sie, dieses reizbare, dieses stolze Geschöpf würde es überstehen, wenn Sie sich zum ersten Male einem Manne aufschließt und als Antwort läuft dieser Ehrenmann davon, als hätte er den Teufel erblickt? Mord wäre es. Vorbedachter Mord. Und Sie wissen das genauso gut wie ich, Herr Leutnant. Na? Leugnen Sie es doch ab. Zeigen Sie doch endlich etwas von dem Mut, zu dem Sie von Berufs wegen verpflichtet sind. Aber Herr Doktor, was soll ich denn? Ich kann mich doch nicht... Wie komme ich denn dazu, auf Ihren irrwitzigen Wahn einzugehen? Nein, ich ertrage es nicht. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann nicht und ich will nicht und ich kann nicht. Leise, um Gottes Willen. Nun setzen Sie sich einmal da. Und der Reihe nach. Natürlich erschreckt man im ersten Moment, wenn man mit einem derart leidenschaftlichen Geständnis überfallen wird. Nur einen Hohlkopf macht ein sogenannter Erfolg bei Frauen glücklich. Ein wirklicher Mensch wird eher bestürzt sein, wenn er spürt, dass seine Frau sich an ihn verloren hat und er kann ihr Gefühl nicht erwidern. Aber ich muss Sie fragen, ob in Ihrem Falle, ich meine, so schwer derlei Dinge zu formulieren, ich meine, flößt Ihnen Ediths körperlicher Defekt am Ende einen gewissen Widerwillen, einen Ekel ein? Nein, niemals. Ihre Hilflosigkeit, Ihre Wehrlosigkeit, Ihr Leiden hat mich ja so erschüttert. Nein, niemals. Umso besser, dann kann ich nur annehmen, dass... Darf ich aufrichtig reden? Gewiss. Dass Ihr Erschrecken gar nicht der Tatsache selbst gilt, sondern den Konsequenzen. Wie meinen Sie? Ich meine, dass Sie fürchten, andere möchten von Ihrer Verliebtheit erfahren und darüber spotten. Dass Sie also eigentlich eine Art Angst haben, verzeihen Sie, lächerlich zu werden vor den anderen. Der Leutnant saß starr. Ihm war, als habe Kondor mit feiner, spitzer Sonde ihm genau ins Herz getroffen. Nur aus dieser Angst heraus hatte er sein Leben mit denen von Kekeschwalwa so sorgfältig vor seinen Kameraden geheim gehalten. Nur aus dieser Angst heraus hatte er sich in heimlichen Augenblicken sogar vor sich selbst geschämt. Schämen Sie sich nicht. Wenn einer, so verstehe ich, dass man Furcht haben kann vor den Menschen, sobald man etwas tut, was deren klischierten Vorstellungen widerspricht. Glauben Sie mir, es lohnt sich, etwas Schweres auf sich zu nehmen, wenn man einen anderen Menschen damit retten kann. Herr Doktor, ich habe die Kraft nicht. Zählen Sie nicht auf mich. Sie müssen Edith helfen. Ich kann's nicht. Ich bin am Ende meiner Kraft. Besser, sie begreift jetzt die Situation, als dass sie später enttäuscht wird. Zählen Sie nicht auf mich. Die ganze Wahrheit, bitte. Haben Sie etwas Bestimmtes vor? Haben Sie etwas Unwiderrufliches getan? Ja. Hier lesen Sie selbst. Was ist das? Mein Abschiedsgesuch. Ich verlasse die Armee. Kondor las stumm und langsam. Dann faltete er das Blatt zusammen. Das ist nicht Ihr Abschiedsgesuch, sondern ein Todesurteil für Edith. Sind Sie sich darüber klar? Ich habe eine Frage an Sie gerichtet und ich wiederhole diese Frage. Nehmen Sie die volle Verantwortung auf Ihr Gewissen. Der Leutnant schwieg abermals.
Der Doktor trat näher, das gefaltete Blatt in der Hand. Danke, ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Da, nehmen Sie. Der Leutnant hatte nicht die Kraft, die Hand aufzuheben und das Blatt zu fassen. Und er hatte nicht den Mut, seinen prüfenden Blick zu bestehen. Sie beabsichtigen also, das Todesurteil nicht weiterzugeben. Der Leutnant wandte sich ab und nahm die Hände hinter den Rücken. Der Doktor verstand. Ich darf es also zerreißen. Ja. Ich bitte Sie darum. So. Ich glaube, wir haben jetzt ein großes Unglück verhütet. Und nun zur Sache. Ich verdanke immerhin dieser Gelegenheit, Sie einigermaßen kennengelernt zu haben. Nein, wehren Sie nicht ab. Ich überschätze Sie nicht. Ich betrachte Sie keineswegs als jeden wunderbaren guten Menschen, als den Kekesh Volva Sie lobpreist, sondern als einen durch Unsicherheit des Gefühls, durch eine besondere Ungeduld des Herzens recht unverlässlichen Partner. Hören Sie, ich will von Ihnen nicht viel, nur das. Dass Sie bis zur Abreise von Edith in 8 Tagen nichts Brüskes, nichts Plötzliches tun und vor allem mit keinem Wort und mit keiner Geste verraten, wie sehr die Liebe dieses armen Kindes Sie verstört. Werden Sie das durchstehen können? Doch. Es stimmt. Ganz bestimmt. Gott sei Dank. Noch eins. Sollte etwa ein Zwischenfall sich ereignen. Ich meine, sollte Ihnen die Kraft versagen oder sollte das Misstrauen Ediths zu irgendeiner Krise führen, dann verständigen Sie mich sofort. Sie können zu jeder Stunde, bei Tag oder Nacht, kommen und mich anrufen. Ich weiß, worum es geht. Der Doktor stand auf und legte dem jungen Mann die Hand auf die Schulter. Wie gut, dass Sie zu mir gekommen sind und nicht einfach davon liefen. Man kann allem entfliehen. Nur sich selber nicht. Adieu, lieber Freund. Tief in der Nacht langt der Leutnant in der Kaserne an, schwankt todmüde, erschöpft, benommen, mit brausendem Kopf und leerem Herzen durch die hallenden Gänge zu seinem Zimmer, stolpert fast über den Burschen, der vor der Schwelle hockt, eingeschlafen ist. Der Leutnant ist noch Besuch im Zimmer. Herr von Kekesh Volva. Mein Gott, Herr Leutnant, endlich. Wo waren Sie? Was für ein Tag, Herr Leutnant. Verzeihen Sie, dass ich überhaupt hier, aber... Ist etwas geschehen? Was ist... Edith? Sie will nicht abreisen. Sie will die Kur nicht. Sie will die Kur nicht? Ich lasse mich nicht länger quälen, sagt sie. Ich lasse nicht mehr an mir herumkurieren. Es hat alles keinen Sinn. Solche Dinge, sagt sie. Ich lasse mich nicht mehr betrügen, sagt sie. Alles durchschaue ich. Alles. Sie will gar nicht mehr geheilt werden. Wissen Sie, was sie gesagt hat? Lieber der Krüppel bleiben, der ich bin. Ich will nicht mehr geheilt werden. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich geheilt werde, denn er... Er hat ja doch nichts als Mitleid für mich. Jetzt war es ausgesprochen. Und totenstill blieb es im Zimmer, einen Herzschlag lang. Dann macht der alte Mann plötzlich eine merkwürdig plump und ungeschickte Bewegung. Er hat sich vom Sessel herabfallen lassen, er ist in die Knie gesunken. Und wie der Leutnant hinzuspringt... Sie müssen dir helfen. ...ihn aufheben will. Nur Sie können es. Fasst der alte Mann seine Hände. Erbarmen Sie sich. Sie tut sich sonst etwas an. Zweimal hat sie schon versucht, die Pulsadern hat sie sich aufgeschnitten und das andere Mal mit dem Schlafmittel. Nur Sie können sie jetzt retten. Aber selbstverständlich. Ich schwöre es Ihnen. Herr von Kekesh Volva, wenn Sie wollen, fahren wir sofort hinaus und ich versuche, ihr zuzureden. Bestimmen Sie selbst, was ich ihr sagen soll, was ich tun soll. Was Sie tun sollen, verstehen Sie denn wirklich nicht? Sie hat Ihnen ihr Herz angeboten, sie hat Ihnen geschrieben, Sie haben ihr nicht geantwortet. Warum sind Sie so grausam, so herzlos zu ihr? Sie... Wartet doch nur auf das eine Wort, das jede Frau erwartet, von dem Mann, den sie liebt. Aber Herr von Kekesh Volva... Jetzt, wo sie doch bestimmt ganz gesund wird, ganz gesund, in ein paar Wochen, ein paar Monaten höchstens. Warum soll sie da nicht dasselbe erwarten wie jedes andere Mädchen? Stehen Sie doch auf. Und Sie, Sie sagen kein Wort, sagen nicht das Einzige, was Sie glücklich machen. Bitte stehen Sie doch auf. Ist es Ihnen denn wirklich so entsetzlich? Sie würden doch alles haben, was ein Mensch auf Erden haben kann, nicht... Ich bin ein alter, kranker Mann. Alles, was ich besitze, werde ich euch hinterlassen. Das Schloss und die Güter und die Fabriken und die 6 oder 7 Millionen, die ich zusammengetragen habe in 40 Jahren. Von Kekesh Volva. Ich will doch für mich selber nicht. Ich schwöre Ihnen. Ich will nur, dass das Kind jemand hat. Niemand empfindet... Wenn ich nicht mehr da bin. Niemand empfindet doch herzlicher für Edith als ich. Es ist doch nur... Ich meine, es hat doch keinen Sinn, wenn ich jetzt... Wenn ich heute etwas sage, zunächst ist doch nur eins wichtig, dass sie wirklich geheilt wird. Aber dann, wenn sie geheilt ist... Der Leutnant erschrak. Instinktiv spürte er die Gefahr. Wenn er jetzt etwas versprach, war er verpflichtet. Aber in diesem Augenblick fiel ihm ein, es ist doch alles Täuschung, was sie erhofft. Sie wird doch auf keinen Fall sofort geheilt. Es kann noch Jahre dauern, noch Jahre. Noch Jahre. Nicht zu weit denken, hat Kondor gesagt. Nur sie jetzt beruhigen, sie jetzt trösten. Warum nicht etwas Hoffnung ihr lassen? Wenigstens für eine kurze Frist. Und so sagte der Leutnant. Ja, wenn sie geheilt ist, dann natürlich.
dann wäre ich doch selbst zu Ihnen gekommen. Oh, darf ich ihr das sagen? Wieder spürte der Leutnant die Gefahr. Aber er hatte nicht mehr die Kraft, dem flehenden Blick zu widerstehen, der ihn aus Geckisch Falvers Augen traf. Ja, sagen Sie es ihr. Bruder, Herr Leutnant, bitte kommen wir, Leutnant, gleich hinüber in den Salon. Fräulein Edith erwarten, Herr Leutnant, für die ganze Zeit. Ich danke Ihnen. Sie haben Edith gerettet, bei Gott gerettet. Kommen Sie nur rasch. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr Sie auf Sie warten. Wie gut, dass Sie da sind. Sie werden staunen, wie sie verwandelt ist. Nie habe ich sie nach dem Unglück so heiter, so glücklich gesehen. Es ist ein Wunder, ein wirkliches Wunder. Endlich, endlich, dass Sie da sind. Sagen Sie nichts, dass Sie da sind. Nun will ich gesund werden. Alles will ich tun, was die Ärzte verlangen. Alles, um ein richtiger Mensch zu werden. Für dich. Nur für dich. Du. 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 Und dann saßen sie bei Tisch. Die silbernen Girandolen leuchteten im Kerzenschein und die Blumen entstiegen in Vasen wie farbige Flammen. Von Spiegel zu Spiegel grüßte sich das Licht des kristallenen Lüsters. Rings schwieg wie eine Muschel dunkel gewölbt um ihre leuchtende Perle das Haus. Der Duft blühender Bäume wehte herein durch die geöffneten Fenster. Alles war schöner und besser als je. Aufrecht und feierlich saß der alte Mann. Nie war Ilona, nie Edith so heiter und jung gewesen. Und als der Diener die Gläser mit Champagner füllte und der Leutnant als erster Edith das Glas entgegenhob. Auf Ihre Gesundheit! Wurden plötzlich alle still. Ja, gesund werden. Gesund für dich. Gott gebe es. Der Vater war aufgestanden. Der Leutnant trat an ihn heran und umarmte ihn. Als er sich von ihm löste, sah er Ediths große graue Augen. Sah ihre halb aufgetanen Lippen. Er beugte sich rasch zu ihr nieder und küsste ihren Mund. Das war das Verlöbnis. Ich hatte die Liebende nicht zum Troste geküsst. Meine Ergriffenheit hatte es für mich getan. Es war mir geschehen ohne Wissen und Wollen. Auf einmal spürte ich Ediths Hand auf der meinen. Lass sie mir einen Augenblick. Etwas Kühles und Glattes schob sich an meinen Finger. Damit du an mich denkst, wenn ich fort bin. Ich sah den Ring nicht an. Ich nahm ihre Hand und küsste sie. An jenem Abend war ich Gott. Ich hatte einen Menschen erschaffen. Seine Stirn glänzte rein wie der Morgen und in seinen Augen spiegelte sich der Regenbogen des Glücks. An jenem Abend war ich Gott. Zu meiner Linken saß ein alter Mann, von dem ich den Tod genommen hatte. Und er sprach mit auferstandener Stimme, dankbar des Wunders gewärtig, das ich an ihm vollbracht. Neben mir saß ein Mädchen und mit dem Hauch meiner Lippen hatte ich sie aus der Hölle der Ängste erhoben, in die Himmel der Liebe, und es funkelte ihr Ring an meinem Finger wie der Morgenstern. Ihr gegenüber saß ein anderes Mädchen, das sich schöner gemacht, als sie je war, denn die Dankbarkeit strahlte aus ihren Augen und in Freundschaft schlug ihr Herz. An jenem Abend war ich Gott. Auch aus mir selbst hatte ich die Angst genommen. Geruhig war meine Seele, wie sie niemals vorher gewesen in all meiner Zeit. Erst als ich aufstand vom Tisch, begann eine leise Trauer in mir. Gottes ewige Trauer am siebenten Tag, da er sein Werk zu Ende getan. Und diese meine Trauer spiegelte sich in ihren leer gewordenen Gesichtern. Denn nun kam der Abschied. Nun kam der Abschied. Ein letzter Blick noch. Ein Gruß. Und dann ging ich frei und sicher. Wie man immer geht von einem gelungenen Werk. Ich ging die paar Schritte hinaus in den Vorraum. Wo der Diener mit Kappe und Säbel schon bereit stand. Ach, Herr Leutnant, ich küsse Herrn Leutnant die Hände. Was für eine Freude für mich, alten Mann. Ach, wäre ich nur rascher gegangen. Wäre er nur rascher gegangen. Aufspringt noch einmal die Tür, an den Türpfosten gelehnt, Edith. Mit der linken Hand an den Rahmen geklammert, die rechte wirft die beiden Krücken fort. Niemand braucht mir zu helfen. Ich kann's schon allein. Ganz allein komm ich zu dir.
Mit einem einzigen Ruck stößt sie sich ab, die aufgerissenen Augen einzig auf den Leutnant gerichtet, schwankt einen Schritt, noch einen. Sie geht, geht. Kommt zu mir. Die Arme weit gebreitet. Noch ein Schritt, noch einer. Der tastende Flug eines Vogels mit zerschnittenen Schwingen. Zwei Schritte noch, nein, bloß ein einziger, ein letzter. Schon fühle ich fast die Hände, die sie mir weit entgegenstreckt. Da brechen mir die Knie. Knapp vor seine Füße schmettert sie hin. Liegt wie gefällt. Aber schon sind Kecke, Schwalwa, Ilona, Josef herbeigesprungen, heben die Stöhnende auf, tragen sie gemeinsam weg. Schlurfende eilige Schritte und das erstickende Schluchzen ihres ohnmächtigen Zorns. In dieser Sekunde zerriss der Nebel der Begeisterung, der mir während dieses ganzen Abends den Blick verhängt hatte. Ich war nicht mehr Gott. Ich war ein kläglicher Mensch, der mit seiner Schwäche schadete, mit seinem Mitleid zerstörte. Jetzt oder nie müsste ich helfen, ihr nacheilen, mich an ihr Bett setzen, sie belügen. Herrlich sei sie gegangen, herrlich werde sie gesunden. Aber ich hatte keine Kraft mehr zu so verzweifeltem Betrug. Angst fiel über mich, eine grauenhafte Angst. Angst vor der Ungeduld dieses wilden Herzens. Angst vor diesem fremden Unglück, das zu meistern ich nicht imstande war. Ohne zu überlegen, was ich tat, griff ich nach Säbel und Kappe und zum dritten, zum letzten Mal flüchtete ich wie ein Verbrecher aus dem Haus. Wohin jetzt? Nur nicht nach Hause. Nur nicht hinauf in das leere Zimmer. Etwas trinken. Etwas Kaltes, etwas Scharfes. Wegschwemmen. Wegbrennen. Erbrechen alle Gedanken. Das Café am Rathausplatz ist noch offen. Joeda Toni! Welche Ehre, dass du heute an deinem Festtag noch kommst! Darf man schon gratulieren? Ja? Gratulieren wozu? Na, der Apotheker, gerade ist er weggegangen, der hat was erzählt. Der Diener von draußen hat ihm telefoniert. Du hättest dich verlobt da draußen, mit der jungen Dame da draußen. Alle sehen ihn an. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Augen starren auf seinen Mund. Wenn er es jetzt zugibt, bricht im nächsten Moment das große Hallo aus. Der Regimentsarzt lehnt sich schon genüsslich zurück. Weil ich gefühlt... Unsinn! Sag doch, ich hab doch recht, es ist nicht wahr! Keine Spur. Na, hab ich doch recht gesagt. Ich kenn doch den Hof, Mina. Gleich hab ich gesagt, eine Lüge ist eine dreckige Lüge von dem Apotheker. Apotheker. Nach dem werde ich morgen was pfeifen, den blöden Säubenreiber. Der soll andere anspielen als uns eins. Mir nix, dir nix, einen anständigen Menschen. Das ist eine Gemeinheit. Aber selbst, ich hab's gleich gesagt, sowas tut der Hof, wenn er nicht. Er verkauft seine geraden Beine nicht für eine balausige Million. Also wirklich, Toni, ich bin sauer, dass das so hätte dem alten Pfeffer sagen. Der Leutnant Anton Hofmiller hatte sich um 10 Uhr abends verlobt und 3 Stunden später diese Verlobung geleugnet. Vor 7 Zeugen, darunter 3 Freunden, einem Oberleutnant, einem Regimentsarzt und einem Leutnant seines Regiments, hatte er sich den Verlobungsring am Finger noch rühmen lassen für sein Leugnen. Er hatte ein leidenschaftlich ihn liebendes Mädchen, ein leidendes, machtloses, ahnungsloses Wesen verraten. Er hatte ohne Widerrede ihren Vater beschimpfen und einen fremden Menschen, den Apotheker, der die Wahrheit gesagt, einen Schwindler nennen lassen. Morgen schon musste das Regiment, die Stadt und die da draußen auf Schloss Geckeschwalwe seine Schande kennen. Dann war alles zu Ende. 3 Minuten Feigheit hatten sein Leben vernichtet. Es gab für ihn keine Wahl mehr. Leutnant Hofmiller. Herr Oberst. Neueste Mode der jungen Herren, den Mantel halb offen zu tragen. Nächstens werdet ihr noch daher schlampen mit offenen Hosen, verbitte ich mir. Auch nach Mitternacht haben meine Offiziere anständig adjustiert zu sein. Verstanden? Zu Befehl, Herr Oberst. Abtreten. Haben Sie mich gehört? Bitte gehorsamst, dürfte ich den Herrn Obersten einige Minuten sprechen? Um 1:30 in der Nacht? Schöne Schweinereien werden das sein. Na los. Kommen Sie auf mein Zimmer. Das wäre erledigt. Morgen bestelle ich Sie mir her, alle 7. Und Gott gnade dem Kerl, dass sich nachher noch zu erinnern getraut, was du gesagt hast. Den Apotheker nehme ich mir dann separat vor. Ich werde ihm sagen, dass du besoffen gewesen bist. Dass du nicht die lausigste Ahnung gehabt hast, was du geredet hast und was die 7 dich gefragt haben. Das wäre Punkt 1. Punkt 2, das Mädel.
Hast vielleicht ein Techtelmechtel mit dir gehabt und dir einen Balg angedreht? Nein, Herr Oberst. Also erledigt. Morgen früh verschwindest du hier und gehst zum Assatzregiment nach Chazra. Schreib dir selber den Befehl aus und gib dir einen Brief an den Kommandeur mit. Was drinsteht, geht dich nichts an. Lass sie verschwinden. Was ich tue, ist meine Sache. Also, 6:30 hier oben, morgen früh fix und fertig. Ich gebe dir den Brief und dann ab. Verstanden? Verstanden. Zu Befehl, Herr Oberst. Leutnant Hofmiller. Du Kerl, du gefällst mir nicht. Du hast deinen Unsinn vor, aber ich dulde nicht, dass du wegen einer solchen Scheißsache Unsinn machst. Gib deinen Revolver her. Hast verstanden? Zu Befehl, Herr Oberst. Ach was, zu Befehl, mir macht man nichts vor. Ich bin kein heuriger Hase. Gib mir die Hand. Leutnant Hofmiller, Ihr Ehrenwort, dass Sie keine Dummheiten machen. Ihr Ehrenwort, dass Sie morgen um 5:30 hier antreten und nach Chaslau abrücken. Mein Ehrenwort, Herr Oberst. Schaffner, wie viel Aufenthalt hat er dazu? 5 Minuten, beiläufig, Herr Leutnant. Wo ist das Telegrafenbüro? Richtig hier rechts. Ein Telegrammformular, bitte. Bitte schön, aber es wird lang gehen bei dem Andrang heute. Was schreiben, nur nicht zu viel. Edith von Kekeschwalber. Kekeschwalber. 1000 Grüße von unterwegs. Unterwegs. Glaube an mich trotz allem. Trotz allem. Halte zu dir. Zu dir. Dienstreise komme bald zurück. Zurück. Schreibe sofort, wenn angelangt. Innigst Anton. Anton? Hofmiller. Er gibt das Telegramm auf. 1, wie langsam die Beamtin ist. 4, 5, 6. Herr Leutnant, müssen bitte den Absender noch. 11, 12. Hab keinen, bin doch unterwegs. Ja, bitteschön, dann am besten vom Reiseziel. Bei dem Betrieb heute müssen wir besonders korrekt... Mein Zug geht gleich. Schreiben Sie Chaslau, Kommandant. In letzter Sekunde erreicht er den Zug. Gerade will er noch fragen, was da eigentlich ausgerufen wird. Da gellt bereits das Abfahrtssignal. Er springt in den Waggon. Gott sei Dank, jetzt ist alles getan. Jetzt kann sie nicht misstrauisch, nicht unruhig werden. Er fällt in das Polster der ersten Klasse, fühlt plötzlich, wie erschöpft er ist von diesen 2 drangvollen Tagen, diesen 2 schlaflosen Nächten. Abends in Chaslau muss er alle Kraft zusammenraffen, um das eine Stockwerk zu seinem Hotelzimmer hinaufzutaumeln. Dann stürzt er in den Schlaf wie in einen Abgrund hinein. Erst viel später begann ein Traum, von dem ich den Anfang nicht weiß. Er stand in einem Zimmer. Ich glaube, es war das Wartezimmer Kondors. Und auf einmal begann das rhythmische Stoßen der Krücken. Ediths Krücken. Zuerst ganz fern. Wie von der Straße her. Und dann näher, immer näher. So entsetzlich nah, dass die Zimmertür scheppert, dass er aus dem Traum aufschreckt und erwacht. Herr Leutnant! Herr Leutnant, wir hätten ans Telefon verlangt. Ans Telefon? Wo bin ich denn hier überhaupt? Ach ja, Chaslau, wie spät ist es denn? So circa Mitternacht. Bitte rasch, Herr Leutnant. Ferngespräch aus Wien. Gehen Sie rasch hinunter, sagen Sie, ich komme sofort. Er wirft sich seinen Mantel übers bloße Hemd, läuft schon nach unten aus Wien, das kann ein Lokondo sein. Das Telefon steht in der Ecke des ebenerdigen Büros. Der Portier hält bereits den Hörer am Ohr. Geben Sie her, rasch. Ja, es ist unterbrochen. Hallo, hallo? Nichts, nur ein fernes Singen und Surren. Hallo, hallo? Nichts, nichts. Er wartet, er horcht. Die heiße Muschel eng ans Ohr gepresst. Endlich. Haben Sie Verbindung? Nein. Augenblick bitte, ich sehe nach. Es knackt, singt, surrt in der Leitung. Nichts. Plötzlich fern, aber deutlich. Staatskommando Prag. Spricht dort Kriegsministerium? Nein, nein! Geben Sie die Leitung frei, ich brauche dringend Kriegsdienst. Entschuldigen Sie, ich habe nachgesehen. Die Verbindung ist unterbrochen, ein dringendes Dienstgespräch. Bitte hängen Sie ein, ich rufe wieder. Ja, bitte. Hallo, Fräulein! Herr Leutnant, können ruhig oben auf Zimmer warten. Ich laufe sofort hinauf, so wie die Verbindung. Nein, 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 ich warte hier, wenn... Er wartet eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, zitternd vor Unruhe und vielleicht Kälte. Dazwischen immer wieder mit dem Hemdärmel plötzlich ausbrechenden Schweiß von der Stirn wischend. Wien, Kondor, was kann denn nur? Endlich! Er stürzt zum Telefon, reißt den Hörer. Das ist nur die Hausglocke, bitte, Sir. Verzeihung, wo sind wir? Na, wer kann das sein? Nimmt sich nur noch Zimmer 24. Der Portier schlurft zur Tür, schließt eilig einem verspäteten Pärchen auf. Na, no, was sag ich? Schauen Sie der Diener, Herr Rittmeister. Küss die Hand, Gnädigste. Ist mein Doppelzimmer bereit? Alles bestens versorgt, Herr Rittmeister. 24 wie immer, Herr Baron. Professor, Achtung. Ja, ja, wir gehen raus. Ich glaube, mir dreht sich alles. Na, also komm, Staatsmann, komm. Ja. Guten Abend, Herr Kamerad. Ein verwunderter Blick auf den sonderbaren Menschen in der Portiersloge, der ihn mit bloßem Hals und nackten Beinen und seinem Leutnantsmantel anstarrt.
Auch ein bisschen Speck geworden heißt, Herr Kamerad? Ja, der hat noch einen größeren Rausch als ich. Beide verschwinden auf der halbdunklen Treppe. Der Leutnant kann nicht mehr warten, er dreht die Kurve. Ist der Anruf noch nicht gekommen? Welcher Anruf? Wien. Ich glaube aus Wien, vor mehr als einer halben Stunde. Ich frage gleich nochmals nach. Einen Augenblick, bitte. Der Augenblick dauert lang. Endlich das Signal. Ja, hallo? Ich habe rückgefragt, noch kein Bescheid. Bitte warten Sie noch. Ich rufe Sie gleich auf. Warten. Noch ein paar Minuten warten. Minuten. In einer Sekunde kann ein Mensch sterben, ein Schicksal sich entscheiden, in der Welt zugrunde gehen. Er schauert und friert und wartet. Ja, hallo? Ich habe eben Bescheid bekommen. Das Gespräch ist abgemeldet. Abgemeldet? Warum abgemeldet? Warum rufen Sie mich an um 1:30 in der Nacht und 2:30 melden Sie ab? Es muss doch etwas geschehen sein, was ich nicht weiß und doch wissen muss. Entsetzliches Grauen, die Ferne, die Zeit nicht durchstoßen zu können. Soll ich Kondor meinerseits anrufen? Nein, jetzt nicht in der Nacht. Seine Frau wird erschrecken. Wahrscheinlich war es ihm schon zu spät und er ruft lieber morgen früh nochmals an. Er nickt dem Portier zu, taumelt hinauf auf sein Zimmer, todmüde und überwach, wirft sich aufs Bett. Jagend in wirren Bildern eine Flucht unsinniger Gedanken, aufgeschreckt von jedem Schritt über Treppe und Gang, horchend auf jedes Klingen und Klirren von der Straße. Und dann endlich Schlaf. Ein viel zu tiefer, viel zu langer Schlaf. Zeitlos wie der Tod. Abgründig wie das Nichts. Er erwacht, taghell im Zimmer. Ein Blick auf die Uhr, 22:30. Um Gottes Willen, um 10 sollte ich mich melden, hat er das befohlen. Er fährt in die Montur, jagt am Portier vorbei. Herr Leutnant, da ist noch ein... Nein, später, ich muss zur Kommandantur. Die ganze Garnison ist angetreten, das Ersatzregiment steht in Reihe und Glied. Unauffällig drückt er sich gegen den Feldkuraten. Dem Divisionär wird gemeldet, der tritt langsam, sonderbar feierlich vor die Front, liest aus einem weithin sichtbaren Blatt. Welches Verbrechen? Plötzlich merkt er, dass er zittert. Der hinterlistige Mord! Welcher Mord? Der Schweiß bricht ihm aus. An unserem vielgeliebten Thronfolger, seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit. Der Thronfolger ist ermordet, wann denn? Erzherzog Franz Ferdinand und höchstdessen Gemahlin. Das war's gestern also in Brünn. Hat unser erlauchtes Kaiserhaus. Daher die vielen Leute und die Extrabäcker. In tiefe Trauer und Bestürzung versetzt. Das Weitere hört er nicht mehr deutlich. Das Wort Verbrechen, das Wort Mord hat ihm wie ein Hammer aufs Herz geschlagen. Verbrechen, Mord, das hat doch Kondor gesagt. Ohne sich beim Kommandeur zu melden, stürzt er rasch ins Hotel zurück. Vielleicht ist inzwischen doch ein Anruf. Dobriten, Herr Leutnant, pardon, ein Telegramm für Sie. Das ist schon heute früh eingelangt. Aber Herr Leutnant, waren so eilig, dass ich... Ja, ich weiß, gehen Sie her. Übergeben kann. Er reißt das Formular auf. Begreift nichts, ein völlig unverständlicher Text. Keine Unterschrift. Dann erst versteht er... Es ist nichts als der postalische Bescheid, dass sein eigenes Telegramm aufgegeben um 3.58 Uhr in Brünn unbestellbar gewesen sei. Unbestellbar? Er starrt das Wort an. Ein Telegramm an Edith von Kekischfall war unbestellbar. Jeder Mensch kennt sie doch in den kleinen Ort. Bitte melden Sie mir Wien an Dr. Kondor, Florianegasse 97. Dringend? Ja, dringend. Nach 20 Minuten hatte er die Verbindung. Nach 5 weiteren Minuten wusste er alles. Noch vom Kaffeehaus waren die randalierenden Freunde des Regiments vor das Haus des Apothekers gezogen, hatten ihn geweckt, einen Lügner geschimpft, sodass der ehrlich aufgebrachte Bürger am frühesten Morgen nach Kekeschwalber gefahren war und dem Schlossherrn alles erzählt hatte. Seinerseits in der Meinung, dieser habe ihn falsch unterrichtet. In Kekeschwalbers Büro im Verwaltungsgebäude war Rede und Gegenrede, Schimpf und Verwünschung so laut geworden, dass Edith vom offenen Fenster her alles gehört hatte. Wahrscheinlich hatte sie sofort ihren Entschluss gefasst. Aber sie tat heiter und freundlich, beauftragte heimlich, Josef in der Kaserne anzurufen, wann der Leutnant Hofmüller zurückkäme und ob er nicht einen Bescheid zurückgelassen hätte. Und als dort die Ordonnanz getreulich berichtete, der Leutnant sei dienstlich auf unbestimmte Zeit abkommandiert und hätte keinerlei Nachricht für irgendjemand hinterlassen, gab das den Ausschlag. Am Nachmittag ließ sie sich auf die Turmterrasse führen, wie sie sagte, um noch einmal in das Land zu schauen, das sie nun für ihre Reise verlassen müsse. Und um 16:30, genau um die Zeit, um die der Leutnant sonst zu kommen pflegte, und gerade eine Viertelstunde, bevor fast gleichzeitig sein Telegramm und Dr. Kondor eintrafen, schickte Edith die getreue Ilona, ihr ein bestimmtes Buch zu holen. Und diese knappe eine Minute nützte sie, um ihren Entschluss auszuführen. Sie warf sich über die Brüstung und stürzte den Turm hinunter in den Hof des Schlosses. Kondor fand sie noch am Leben. Man brachte die Besinnungslose in einem Krankenauto nach Wien. Um 8 Uhr abends hatte der Doktor das Gespräch nach Czaslau angemeldet.
Aber in jener Nacht des Juli 1914, die der Ermordung des Thronfolgers folgte, waren alle Telefonlinien der Monarchie von den Dienstgesprächen der Zivil- und Militärbehörden in Beschlag genommen. 4 Stunden wartete Condor vergeblich auf die Verbindung. Erst als nach Mitternacht die Ärzte feststellten, dass keine Hoffnung mehr blieb, ließ er das Gespräch abmelden. Eine halbe Stunde später war Edith tot. Ich flüchtete in den Krieg. Wie ein Verbrecher ins Dunkel. Ich suchte den Tod. Aber er nahm mich nicht an. Sie hörten Ungeduld des Herzens nach dem Roman von Stefan Zweig, für den Funk eingerichtet von Gerd Westphal. Die Musik schrieb Peter Zwetkow, der für diese Komposition den Karl-Schuker-Preis 1961 erhielt. Die Rollen und ihre Sprecher waren Erzähler Walter Andreas Schwarz, Hofmiller Matthias Fuchs, Kekeschfalwa Kurt Ebbinghaus, Edith Gustl Halenke, Ilona Dagmar von Thomas, Dr. Condor Viktor Stefan Görz, Oberst Alfred Schlageter, Ferenc Nikolaus Hähnel, Joschi Peter Neubauer, Goldbaum Kurt Julius Schwarz, die Blinde Frau Condor Helga Roloff, Portier Kurt Beck, Telefonfräulein Christine Hausmann. Ferner hörten sie Hannes Schütz, Ernst Ehlert, Irene Marwitz und Barbara von Annenkopf, Rudolf Siege, Friedel Münzer, Ferdinand Mussi, Erich Elstner, Ludwig Göttl, Ursula Wondrak, Wolfgang Ammerbacher, Ilse-Marie Schnering, Maria Schratt-Ressek und Paul Dettel. Er spielte das große Unterhaltungsorchester des Südwestfunks unter der Leitung von Emmerich Smola. Ton und Technik Fred Birk und Nina Langrock. Regieassistenz Peter Paul Schulz. Regie Gerd Westphal. Eine Gemeinschaftsproduktion des Südwestfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk, dem Schweizer Radio DRS und dem Österreichischen Rundfunk aus dem Jahr 1961.